Sektion und wir haben maximal 2 Stunden Zeit, weil die Busse werden dann auf uns warten. So, ich bitte sehr herzlich all die Referenten, maximal 25 Minuten für den Vortrag zu nutzen. Und als Ersten werde ich Herr Professor Ulrich Schönborn aus Marburg gerne ganz kurz vorstellen. Professor interessiert oder hat am meisten im Gebiet Religionsgeschichte und Theologie gearbeitet, aber auch kulturgeschichtliche Sachen sind sehr wichtig gewesen für ihn. Und er hat an verschiedenen Orten gearbeitet, wie auch unter anderem in Brasilien, Argentinien, Kirgisistan, auch in Litauen und hat auch Interesse für das Herzogtum Kurlands. Aber er ist auch ein Professor in Marburg gewesen. Bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer kurzen Vorbemerkung beginnen. Ich möchte mich bedanken für die Einladung, unter Ihnen zu sein und an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen. Ich möchte mich bedanken vor allen Dingen für die Herausforderung, GF Stender, wie unsere Übersetzerin so freundlich modernisieren, zu lesen und zu befragen. G.F. Stender ehren bedeutet für mich, den Pastor dort aufzusuchen, wo er zu Hause war, im theologischen Denken. Im Denken, das den Menschen mit allen Sinnen involvierte. Ich lade Sie ein, mich auf meiner Suche zu begleiten. So besser. In der Bibliografie Stenders findet sich eine Schrift mit dem eigenartigen Titel, ich zitiere, Gedanken eines Greises über den nahen Zustand jenseits des Grabes, Mitau 1785. Offensichtlich handelt es sich um den Versuch, den brutalen Anfragen des Faktums Tod mit Wort und Vernunft Widerstand zu leisten. Der Theologe reflektiert Glückseligkeit als existenzielles Hoffnungs- und Handlungsmodell. Ein anderer Titel in Stenders Werkverzeichnis weckte ebenso meine Neugier. Zitat des Titels, Beschreibung einer neuen, höchst bequemen Waschmaschine, Mitau 1765. In dieser Schrift skizziert der Autor die technischen Bestandteile einer Waschmaschine, die er für seinen Freund und Sponsor, den Baron von Korff, nachgebaut hat. Also er skizziert die Technik und beschreibt den Gebrauch derselben. Besonders beeindruckend ist hier die Aufzählung der Nützlichkeitsaspekte, Kostenersparnis, Arbeitserleichterung, schonende Behandlung des Materials. Eine moderne Werbebroschüre könnte es nicht besser machen. Stender erhebt diese technische Neuerung auf die Ebene wahrer Menschenliebe und leitet daraus ab, was ein Leben in Rechtschaffenheit auszeichnet, Nutzen für andere zu sein. Mit den Bestimmungskategorien Glückseligkeit und Nutzen für andere zeichnen sich Umrisse eines theologischen Programms ab. Darin geht es um die Tragfähigkeit von Religion unter den Bedingungen der Epoche. Stender beschränkt sich keineswegs auf Theorie. Sein Diskurs thematisiert die Interdependenz von Sein und Bewusstsein beziehungsweise den prägenden Einfluss, den religiöse Überzeugungen auf gesellschaftliche Verhältnisse ausüben. Ich möchte Ihnen im Folgenden
eine Exegese der Gedanken eines Greises vorführen und damit auch Einblick in Stenders Theologie. Römisch 1, ich habe drei Teile, ich werde jeweils genau markieren. Römisch 1, literarische und stilistische Beobachtungen. Als Stender 1785 die Schrift Gedanken eines Greises über den nahen Zustand jenseits des Grabes herausgab, hatte er den Zenit seiner öffentlichen Wirksamkeit überschritten, obwohl er noch 10 Jahre lebte. Seine Frau Anna Elisabeth Braunschweig war ein Jahr zuvor gestorben. Er selbst zählte 71 Jahre. Da liegt der Gedanke nahe, die Stimmung eines Vereinsamten für die Abfassung der Schrift verantwortlich zu machen. Aber nicht individuelle Klage sieht Verfasser als seine Aufgabe an, sondern den Dialog, die bereit sind, über das Mehrsein der Dinge nachzudenken. Mit ihnen will Stender die Aporien der Conditio Humana reflektieren, sofern sie Natur und Offenbarung als Orientierungsgrößen akzeptieren. Damit sind sowohl Fundamentalisten wie Pietisten als Adressaten ausgeschlossen. Eine kurze Erklärung. Fundamentalisten sind nach Stenders Meinung Menschen, die am Wort der Bibel, die vom Heiligen Geist eingegeben sein soll, festhalten. Konkret denkt er wahrscheinlich an den Hauptpastor Goetze in Hamburg, der auch in Halle studiert hat und möglicherweise beim selben Lehrer saß. Mit dem Pietismus hatte Stender Zeit seines Lebens Probleme, dass er in Halle nach kürzerer Zeit das Waisenhaus verlassen musste, ist bekannt, wird in allen biografischen Äußerungen erwähnt, dass er dann in Helmstedt und Wolfenbüttel mit seinem Kollegen Johann Arnold Zwicke über Schulfragen auseinandergeriet und dann Richtung Kopenhagen abwanderte, ist auch bekannt. Ich vermute, dass bei vielen Schnittmengen mit dem Pietismus Stender sich vor allen Dingen an der schwülstigen Sprache des Pietismus zu der Zeit gestoßen hat und dass er die Introvertiertheit und den exzessiven Subjektivismus nicht ausstehen konnte. In formaler Hinsicht erinnert die Schrift an eine Textsorte, die in der biblisch speziell jüdisch-apokryphen Literatur häufig begegnet, nämlich das Testament bzw. das literarische Vermächtnis. Angesichts eines nahen Todes ergreift der Patriarch, der Führer einer Gemeinschaft, noch einmal das Wort und richtet sich an seine Gemeinde. Er weiß, dass die Zurückbleibenden durch seinen Tod in eine große Krise gestürzt werden und will deshalb für die Zeit danach Vorsorge treffen. Die Schrift folgt einer deutlichen Gliederung. Im Mittelpunkt stehen drei Fundamente, drei Grundfesten. Erstens Gott, der Grund aller Dinge, zweitens die unsterbliche Seele und drittens, ich zitiere, das allen Menschen bevorstehende Vergeltungsrecht, da ein jeder das ernten soll, was er im Fleische gesät hat. Zitat Ende. Die Gedanken eines Greises präsentieren sich keineswegs als müder Abgesang, im Gegenteil. Stender schöpft aus dem logischen und rhetorischen Repertoire, das er seit Studienzeiten in Jena und Halle kultiviert hat. Analogien und Metaphern aus der Natur, dialektische Denkfiguren, philosophische Referenzen, philanthropischer Jargon, dann aber auch polemische Untertöne gestatten dem Leser keine Denkpausen. Vor allem aber nutzt er die biblische Sprache, um die Einheit von Weltbewusstsein und Gottesgewissheit zum Ausdruck zu bringen. Römisch 2, inhaltliche Schwerpunkte. Ohne Bedingungen und ganz anders als Christian Wolff, der über 500 Seiten
in seiner Metaphysik braucht, um zum Gottesbegriff zu kommen, führt Stender sein Gottesverständnis ein. Früher als alle logischen Beweise lehre die Natur, dass Gott der ewige Grund des Daseins ist. Der Blick in den unendlichen Himmel bzw. die Hinwendung zum Leben auf Erden fördern Spuren der göttlichen Weisheit hervor. Verfasser gibt sich damit als Anhänger der religionsphilosophischen Denkrichtung der Physikotheologie zu erkennen. Unter diesem Titel hatte sich im Europa der Frühaufklärung eine interdisziplinäre Perspektive entwickelt, in der die Welt als Schöpfung und Ort der Selbstvorstellung Gottes gedeutet wurde. Man betrieb Naturforschung als Form praxisorientierter Frömmigkeit jenseits von konfessionellen Standpunkten. Nach seiner Zeit in Helmstedt bzw. Wolfenbüttel hat sich Stender eine Zeit lang in Hamburg aufgehalten und dort zweifellos auch Menschen dieses physikotheologischen Zentrums in Deutschland kennengelernt. Aus Hamburg kommt Brokes, die erste literarische Veröffentlichung, bemerkenswerte literarische Veröffentlichung von Stender, war die Übersetzung eines Gedichtes von Brokes ins Lettische. In der griechischen Mythologie kennt der Verfasser sich aber ebenso aus wie in der neueren Diskussion über den ewigen, unendlichen Raum. Dennoch wehrt er die alte Menschheitsfrage nach dem Wie der Schöpfung ab. Mit anderen Worten, er verweigert sich der Spekulation und markiert den erkenntnistheoretischen Status quo mit biblischem Positivismus. Ich zitiere: Genug, die Welt ist da und die Gottheit ist in allen Dingen wirksam und alle Dinge leben, weben und sind in ihr. Das ist die Allgegenwart Gottes. Zitat Ende. Dieses Zitat könnte man eine Stunde lang analysieren oder vielleicht auch ein ganzes Semester. Warum? Hier haben Sie die Griechen erstmal präsent. Panta pleres theon. Alles ist voller Götter. Hier haben Sie die Bibel präsent. Apostelgeschichte 17. Der Apostel Paulus auf dem Areopag, wie er zu den Griechen spricht. Hier haben Sie das Alte Testament präsent, den 139. Psalm. Ich sitze oder stehe, so, Herr, so bist du um mich. Und Sie haben schließlich auch Brokes präsent, dessen Gedicht über die Allgegenwart Gottes zu einem typischen Signal aus dieser Gruppe gehört. Um seine kosmologische Perspektive zu vertiefen, erinnert Stender an den fundamentalen Gegensatz zwischen Geist und Materie. Er kann sich dabei auf die Wolffsche Metaphysik, die 1720 erschienen, beziehen. Gott, der allergeistigste Geist, ist unendlich verschieden von der geschaffenen Welt und bleibt dennoch ständig auf sie bezogen. Als Konsequenz ergibt sich aus diesem Gottesbegriff, dass Gott das Beste zur Vervollkommnung des Ganzen gewählt hat. Leibniz lässt grüßen. Selbst in dem, was als Gegenteil erscheint, muss notwendigerweise ein Sinn, ein Zweck impliziert sein. Kontingenzen sind ausgeschlossen. Und der Mensch als letzter Endzweck der Schöpfung ist dazu berufen, diesen Sinnzusammenhang zu erkennen und auszusprechen. Nun droht aber der Tod, die Weisheit Gottes ad absurdum zu führen. Bekannte Problem der Theodizee. Wie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, beziehungsweise wie Christian Wolff, weist Stender den Zweifel zurück und formuliert eine Alternative. Ich zitiere: Es ist also entweder kein Gott und die Welt ohne alle Ursache da, oder wir müssen noch jenseits des Grabes, es sei auf welche Art es wolle, beglückt werden. Zitat Ende. 2.2. Die Hoffnung, jenseits des Grabes beglückt zu werden, beruht auf dem Gedanken der unsterblichen Seele.
dessen Plausibilität Stender mit logischen Operationen darlegt. Wer sein Leben nach ethischen Grundsätzen orientiert, erfährt eine, Zitat, Entwicklung der Geistesfähigkeiten und Kräfte, Ende Zitats. Ein solches Wachstum kann nicht einfach verschwinden und ohne Nutzen untergehen. Das wäre wieder die Ökonomie der Natur. Und der Gottesbegriff wäre wiederum ad absurdum geführt. Mit doxologischer, also lobpreisender Tendenz versichert Stender, Zitat, nein, der Gott, der überschwänglich mehr tun kann, als wir wissen und verstehen, wird gewiss unseren Geist durch den Tod zu einem besseren, glückseligen und ewigen Leben, darin wir von Stufe zu Stufe gesteigert werden, erheben. Ende des Zitats. Erneut nimmt Stender Argumentationshilfen im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus auf. Er wählt die vergleichenden Bilder aus der Natur, Samenkorn, Pflanze, Raupe, Schmetterling, um den Tod als notwendigen Übergang in eine andere Existenz bzw. in den Status der Glückseligkeit plausibel zu machen. Letzten Endes sind diese Bilder und Analogien aber entbehrlich. Es reicht, am göttlichen Mysterium festzuhalten. 2.3. Das dritte Fundament der Hoffnung besteht im göttlichen Vergeltungsrecht. Da ein jeder, ich zitiere, da ein jeder das ernten soll, was er im Fleisch gesät hat. Auch hier wiederum die Aufnahme biblischer Sprache aus dem Alten und Neuen Testament und darüber hinaus aber auch der Rekurs auf ein universales Rechtsprinzip. Seit den Zeiten der Ägypter wird in der Religionsgeschichte an dieser Stelle von der sogenannten schicksalswirkenden Tatsphäre gesprochen. Mit anderen Worten, die böse Tat oder auch die gute Tat, die ein Mensch vollbringt, kommt in gleicher Münze zurück. Popularisiert kennen Sie dieses Rechtsprinzip als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Stender führt dieses universale Rechtsprinzip sogleich in eine Applikatio, in eine Anwendung. Mit anderen Worten, mein Verhalten gegen meine Mitmenschen hier auf Erden wirkt sich zwangsläufig aus auf meinen Zustand jenseits des Grabes. Gott ist nicht gleichgültig, Zitat, ob ich anderen zur Freude oder zur Qual gelebt habe, Zitat Ende. Deutlich merkt man hier in dieser Passage einen stilistischen Umschlag von reflektierender Argumentation zu appellativer Anrede. Wie zum Beispiel in der neutestamentlichen Parabel von den anvertrauten Talenten. Ein Hausherr geht auf Reisen und beauftragt jeden seiner Knechte mit einem bestimmten Dienst und übergibt jedem eine bestimmte Summe. Er kommt unvermutet zurück und fordert Rechenschaft und jeder bekommt einen Lohn danach, wie er mit diesem Fund gewuchert hat. Diese Parabel zirkuliert hier bei Stender im Hintergrund, denn den Menschen wird eingeschärft, eines Tages müssen sie Rechenschaft von ihrer Haushaltung ablegen. Gestern wurde in einem der Beiträge wurden Illustrationen gezeigt, auf denen auf dem Titelkupfer eine Waage zu sehen war. Das ist jeweils ein Hinweis auf das zentrale Kerygma, auf die zentrale Botschaft in dem Buch, das dann folgt. Talente und Kompetenzen wurden mit dem Ziel gegeben, sie zum gemeinschaftlichen Wohl anzuwenden. Dieser teleologische Anspruch an den Menschen bringt zum Ausdruck, sich durch freundschaftliches und hilfreiches Betragen gegen seine Nebenmenschen der zukünftigen himmlischen Sozialform würdig zu machen. Zitat Ende. Auf die Frage, wie mit demjenigen zu verfahren ist, der sich dieser seiner Bestimmung
verweigert, erwidert Stendhal, Zitat, dass Gott keinen ganz verstoßen und ewig unglückselig lassen wird. Zitat Ende. Geschickt vermeidet er das Problem, das aus dem Widerspruch zwischen einem liebenden und einem strafenden Gott entstehen könnte. Und indirekt geht der Autor auf eine aktuelle Kontroverse ein, nämlich die Frage nach den möglichen Höllenstrafen, die Übeltäter dereinst treffen können. Friedrich Nicolai, der führende Kopf der Berliner Aufklärungsszene, hatte in seinem Bestseller Das Leben und die Meinung des Herrn Magister Sebaldus Notanker dafür gesorgt, dass diese Frage und das Volk kam und natürlich auch von Theologen diskutiert wurde. Und Friedrich Nicolai hatte ja über sein Rezensionsjournal Allgemeine Deutsche Bibliothek in Kurland und Livland nicht nur Leser, sondern auch eifrige Rezensenten. Und es ist belegt, dass Stendhal dieses Journal regelmäßig gelesen hat. 2.4. Im Anschluss an die Erörterung der Fundamente kommt Stendhal auf zwei eschatologische Nebenumstände zu sprechen: den Ort des Aufenthalts der Seligen und den Zustand der Seligen. Der Aufklärer fühlt sich zum Eingreifen genötigt, weil er den esoterischen Neigungen vieler Zeitgenossen in Kurland misstraute. Ich erinnere nur an Cagliostro, die Affäre, den Skandal, den er ausgelöst hat, und auch schon der vorhin in dem Beitrag genannte Johann August Stark aus Königsberg, der hier in Mitau sein Wesen oder Unwesen getrieben hat, wäre hier zu nennen. Mit Ironie und reserviertem Respekt zeigt Verfasser, dass weder die bildhaft räumliche Redeweise vom Himmel in den biblischen Schriften noch die Präsentation des Paradieses bei Klopstock oder Lavater der Herrlichkeit Gottes angemessen sind. Schwärmerei für das Jenseits widerspricht einem vernunftorientierten Weltbewusstsein. Zur Stärkung dieses Gedankens versichert Stendhal, ich zitiere, diese unsere Erde sei unser erster Himmel, Zitat Ende, und ergänzt, durch Verbesserung des Gemeinwohls würde sich unser Leben dem Zustand des ersten Paradieses nähern, Zitat Ende. Vom Ende her gedacht erscheint also die Erde als Antizipation der Glückseligkeit. Stufenweise vollzieht sich eine Veränderung, so wie es der Erkenntnis eines jeden entspricht. Schon jetzt können die Seligen den Himmel genießen, dem Zustand nach, nicht dem Ort nach. Ein Kollege Stendhals in Grenzhof, Christoph Friedrich Neander, Kollege und Zeitgenosse, hat diese Gestimmtheit in einem Gedicht so zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere: uns zu vergnügen, uns zu entzücken, die wir uns des Lebens vernünftig erfreuen, muss jedes Gefilde itzt recht festlich sich schmücken. Uns lächelt die Wiese, uns grünet der Heim, uns locken die Pflanzen unzählbare Arten, für uns ist die Erd ein erquickender Garten. Zitat Ende. In analoger Weise wird auch der zweite Nebenumstand, nämlich Zustand der Seligen, erörtert. Wiederum begegnet uns hier die dialektische Denkfigur, die wir aus der Literatur des Apostels Paulus kennen. Jetzt hier. Drei Minuten. Drei. Muss ich Schluss machen? Noch drei Minuten. Danke. Also die dialektische Denkfigur des Apostels Paulus begegnet hier und dann auch ist sehr interessant. Das Argumentum a minori ad majus, am Beispiel exemplifiziert, hat der ewige Geist auf Erden seine Größe in zahllosen technischen Erfindungen demonstriert, so werden wir ihn erst recht dort ohne Beschränkung bewundern können. Für die jenseitige Glückseligkeit wird eine stufenweise Steigerung der Erkenntnis
bis zur höchsten Stufe der Seligkeit erwartet, der Visio Dei, dem Anschauen der Ökonomie Gottes. Hier wäre die Möglichkeit, noch einen Seitenblick auf den frühen Augustin zu werfen, will ich mir ersparen. Im Übrigen gehört zum Status der Glückseligkeit nicht Tatenlosigkeit, sondern selige Beschäftigung. Die Überlegungen führen insgesamt zu dem Fazit, ich zitiere, es wird nicht vergeblich sein, wenn wir hier unseren Verstand aufgeklärt, unser Herz ausgebildet und unsere Tätigkeit zum Wohle der Menschheit angewendet haben. Desto erhabener werden wir dereinst unsere himmlischen Vorzüge sein. Unermüdet wohlzutun, zieht das Glück einer ganzen Ewigkeit nach sich. Zitat Ende. Meine Gedanken, meine Beobachtung zu den Schnittmengen von Stender und Max Webers früher Kapitalismusstudie, in der der Einfluss religiöser Ideen auf lebensweltliches Verhalten nachgewiesen wird, muss ich mir ersparen. Ich sage Ihnen aber nur meine Hypothese. Ich bin überzeugt, dass wir Stenders theologisches Konzept mit der in der Perspektive Max Webers lesen können und da eine ganze Menge von interessanten Aspekten erfahren. Was mir aber auch noch wichtig ist zu erwähnen, Stenders Schrift zeigt eine große Affinität zu einem Jahrhundertwerk in jener Zeit aus, nämlich zu den Betrachtungen über die Bestimmung des Menschen von Johann Joachim Spalding, auch ein Bestseller in der damaligen Zeit, mit 26 Seiten begonnen, 1748 und 11 Auflagen bis zum Ende des Jahrhunderts erreicht. Wir können eine analoge Struktur, dieselben Zielsetzungen, dieselben theologischen Grundlegungen, die Analogien in den anthropologischen Zielen finden. Spekulationen darüber, ob Stender Spalding gelesen hat, also direkt hat lesen können, das weiß ich nicht, habe ich bis jetzt noch nicht finden können, aber er kannte ihn garantiert aus Nicolais Rezensionsjournal. Ich komme jetzt garantiert zum Schluss. Unter gegenwärtigen Bedingungen besteht sicherlich keine Gefahr, Religion zu idealisieren. Denn eher blicken wir erschrocken und ratlos auf die destruktiven Implikationen von Religion. Auch wird heute kaum einer aus purem Altruismus eine Waschmaschine bauen. Er zielt auf Cash. Und für den Zustand jenseits des Grabes fehlt, wenn nicht Interesse, so doch garantiert eine sachgemäße Hermeneutik. Was würde Stender empfehlen, wenn wir ihn heute befragen könnten? Ich denke, er würde sagen, Aufklärung. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn es momentan keine Fragen gibt, dann vielen Dank nochmals. Vielleicht kommen wir zu dem Vortrag dann am Ende nochmal zurück, weil es sieht so momentan aus, dass wir den nächsten Vortrag nicht hören werden. Es nähert so Janis Ilgau scheint Auditorium. Es sieht so aus, dass der nächste Vortrag fällt leider aus. Es fällt aus. Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe auch eigentlich in der Sektion. Ja, bitte? Doch. Doch. Ja, ich habe eine Frage.
Meine Frage und meine Bitte ist, kann mir jemand von den Anwesenden erklären, wie diese Waschmaschine funktioniert hat? Ich hatte mir sehr viele Hoffnungen auf diesen Vortrag gemacht und ich habe auch schon eine Abbildung gesehen, aber so schnell, dass ich es nicht verstanden habe, wenn vielleicht jemand freundlicherweise mir das erklären könnte. Danke für die Frage. Ist es möglich, ganz kurz zu machen? Aha. Wir werden es in Wesite nochmal sozusagen live sehen werden, sodass es wird eine Möglichkeit geben. Gut. Aber ich glaube, trotzdem setzen wir jetzt fort und es gibt noch eine weitere Änderung, weil Ivete Leitane hat gefragt, ob sie als Letzte sprechen könnte. Wie ich verstehe es, wir sind entgegengekommen und dadurch jetzt bitte ich sehr gerne Herr Professor Thomas Tatterka. Und ich glaube, es ist auch sehr passend zu dieser Tagung, dass in dieser letzte Sektion haben wir einen renommierten Germanisten, der hier in Lettland tätig ist, der sehr viel über die Prozesse der auch in der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts getan hat, sehr gut in Europa vernetzt ist, aber mehr und mehr auch die Prozesse der lettischen Literatur und Kultur angeht. Bitte. Bevor ich anfange, muss ich mich entschuldigen bei den Dolmetscherinnen. Ich habe die Angewohnheit, sehr schnell zu sprechen und sehr undeutlich. Und und ein Manuskript liegt auch nicht vor in den Glaskästen, weil ich noch überlegt habe bis heute Morgen, was ich Ihnen eigentlich erzählen möchte. Ob ich jetzt weiß, was ich Ihnen erzählen möchte, weiß ich auch noch nicht, aber ich werde Ihnen erzählen, was ich Ihnen erzähle. Nachdem wir 3 Tage viel gehört haben über Stendener, kann man sich ja fragen, ob es nicht einen Punkt gibt, wo all die Dimensionen zusammenlaufen, die wir jetzt so nach und nach auseinander dividiert haben, entfaltet haben. Also man kann sich den Stendener natürlich ideengeschichtlich ansehen, man kann ihn sich literaturgeschichtlich ansehen, man kann ihn sich theologiegeschichtlich ansehen, man kann ihn sich sprachgeschichtlich ansehen, man kann ihn sich in allen möglichen Dimensionen ansehen, aber gibt es vielleicht irgendwo einen Punkt, an dem all das zusammenkommt, der all das verklammert, all das, was auseinander zu streben scheint bei Stendener? Ich bin überhaupt nicht sicher, ob das so ist, aber wenn ich einen Vorschlag machen sollte, würde ich sagen, was wir da bei Stendener haben, ist, soweit es die Letten angeht und die lettische Literatur und die lettische Kultur. Ich würde das nennen das lettische Projekt, ganz, ganz vorsichtig, das lettische Projekt. Wenn man das auseinander nimmt, und das haben wir ja gemacht all die Tage, kann man sehen, was wir da haben. Das ist eigentlich der Versuch, eine Schriftkultur zu entfalten. Das fängt also an mit dem ABC-Buch unten, mit der elementaren Alphabetisierung. Dann haben wir die Grammatik und wir haben das Wörterbuch, wir haben die Lesestoffe, wir haben die erbaulichen Lesestoffe, wir haben die weltlichen Lesestoffe, die sozusagen ganz neu eingeführt werden für den lettischen Kulturraum, die vorher nicht da sind. Und wir haben oben sozusagen krönend und als Dach überwölbend über alles die vielgerühmte Bauernenzyklopädie. Und ich würde sagen, wenn ich mir das so ansehe, es ist der Versuch, erstens eine Semiosphäre zu errichten, die vorher nicht da war. Eine Semiosphäre erstens in lettischer Sprache, zweitens im Medium der Schrift, drittens. Das sind die 3 Punkte, die mir dazu einfallen, wenn jemand mich fragen sollte, was macht der Stendener eigentlich, wenn er sich den Letten ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihrer Literatur, all diesen Dingen zuwendet. Ich würde sagen, Entfaltung oder Errichtung einer Semiosphäre in lettischer Sprache, im Medium der Schrift. Das hat es vorher nicht gegeben und das ist genau das, was den Stendener so interessant macht, uns für uns so wichtig. All diese Dinge, die da zusammengehen in diesem einen Punkt, wenn das der Punkt ist, in dem sie zusammengehen, sind vorher eigentlich nicht so da gewesen, nicht als großes Projekt jedenfalls.
Und jetzt wird es sofort ungerecht. Ich habe für meinen Vortrag, das haben Sie gesehen in der Ankündigung, versprochen, dass ich den Ständer vergleiche mit einem anderen Mann, mit Avelius, der lebt von 1755 bis 1806, wirkt im estnischen Sprachgebiet, ist auch ein Volksaufklärer, macht also auch Volksschriften, übersetzt, adaptiert, macht dies und das, schreibt über die Kultur der estnischen Sprache. Aber der Vergleich wird ungerecht sofort dadurch, dass bei Avelius das ganz anders ist. Da gibt es nämlich eine Dimension oder vielleicht zwei von den vielen, 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 die wir bei Ständer in dem lettischen Projekt haben. Das heißt, bei Avelius und Ständer, wenn man das vergleicht, kann man natürlich sagen, gut, der eine ist Volksaufklärer so gut wie der andere. Der eine hat das Problem mit der lettischen Sprache, die also aufgeklärt werden soll, damit sie ein taugliches Medium der Aufklärung werden kann. Avelius hat das gleiche Problem mit der estnischen Sprache, die aufgeklärt werden soll, damit sie ein taugliches Medium der Aufklärung sein kann. Das kann man vergleichen. Aber bei Ständer ist das eingebunden in dieses überwölbende, rahmende, große lettische Projekt, diese Errichtung einer lettischen Semisphäre. Bei Avelius ist das nicht der Fall und darum wird es sofort schief. Was auch schief ist, wenn man sich das ansieht, welche Rolle hat Ständer in der lettischen Kultur des 18. Jahrhunderts, soweit wir sie heute fassen können und auch später noch. Auch das kann man deutlich festlegen, glaube ich. Ständer ist, was Benedikt Kainatsch uns dargestellt hat, ist so etwas wie die Systemdominante. Die Systemdominante, das heißt der Pol auf dem literarischen Feld, auf den alles andere bezogen ist. Es gibt eigentlich nichts, was nicht irgendwie in Verbindung zu Ständer steht. Als Ständer da ist, liegt sozusagen ein Punkt fest, ein Achsenpunkt, ein Zentrum. Alles muss sich irgendwie darauf beziehen. Das kann zustimmend sein, das kann ablehnend sein, das kann weiterführend sein, aber man muss sich darauf beziehen. Als Ständer da ist, sieht sozusagen dieses Feld vollkommen anders aus, als es vorher ausgesehen hat. Und das hat Folgewirkung bis tief in das 19., 20. Jahrhundert hinein, wie wir auch bei Benedikt Kainatsch gesehen habt. Es gibt ja einen regelrechten Systemzwang, auch noch in der lettischen Nationalliteratur, 100, 110, 120, 130 Jahre später, sich zu Ständer irgendwie zu verhalten. Das gibt es in der estnischen Literatur, wenn uns die Literaturgeschichten nicht belügen, die man deutsch lesen kann. Das gibt es in der estnischen Literatur nicht. Es gibt auch da das Modell der Volksaufklärung, das Kommunikationsmodell, Literaturmodell, das nationalisiert wird, so um die Mitte des 19. Jahrhunderts und in anderer Trägerschaft weitergeführt wird und einer der Grundsteine der entstehenden estnischen Nationalliteratur ist. Aber das hängt nicht an einer Person, sondern das ist sozusagen fragmentiert, zusammengesetzt. Das muss aus den verschiedensten Ecken zusammengeholt werden und liegt in ganz verschiedenen Händen. An einem Punkt, wie bei Ständer, der sozusagen die Referenzfigur ist, findet man das nicht. Und auch das macht den Vergleich zu Avelius schief. Man kann sozusagen sehen, wie auf Avelius sich bezogen wird in der Geschichte der estnischen Literatur, aber nicht in der Weise, in der Ständer da ist und alle anderen in ein Verhältnis zu sich selbst zwingt. Lettische Semiosphäre oder die Semiosphäre, vielleicht sogar europäische Semiosphäre in lettischer Sprache im Medium der Schrift, habe ich gesagt. Und da bin ich bei der Schrift und da wird es schwierig. Eigentlich hätte man den ganzen Vortrag so überschreiben sollen, irgendwas mit Schrift, das Wort gibt es gar nicht im Titel und das ist schade, wie ich heute Morgen gemerkt habe, weil es mir eigentlich genau darum geht. Ich möchte mir so ein bisschen genauer angucken, wie das mit der Schrift aussieht. Wir haben ja hier oben im Baltikum, das haben wir lang und breit besprochen und das wissen wir auch und das darf man auch sagen inzwischen, wir haben hier mit kolonialkulturellen Verhältnissen zu tun. Wir haben zu tun mit einer Ordnung, die also symbolisch dargestellt wird aus der Perspektive derer, die sie uns darstellen, das sind die, deren Stimmen wir im Ohr haben, das sind die deutschen Stimmen. Die können auch Polnisch sprechen oder Lateinisch oder Niederdeutsch oder Griechisch oder Estnisch oder Lettisch, aber es sind immer deutsche Stimmen eigentlich, egal welche Sprache sie gerade sprechen. Und die haben die eine Urunterscheidung, das ist die Unterscheidung zwischen Deutsch und Undeutsch. Das sieht so aus, Deutsch ist oben in jeder Dimension und Undeutsch ist unten in jeder Dimension. Bei den einen ist die Macht und das Recht und alle Privilegien und bei den anderen fehlt alles dieses. Das kann man einordnen in die Kriterien der ständischen Ordnung. Die einen sind die Bauern und dann gibt es regelrechte Homologereien, könnte man das nennen. Wenn er also Bauer ist, ist er Leibeigen. Wenn er Leibeigen ist, ist er entweder Lette oder Este. Wenn er Lette oder Este ist, dann spricht er diese Sprache. Dann hat er aber auch diesen Bildungszustand und daraus folgt alles andere. Man kann also die Leute, die unten sind, die Undeutschen, von außen sehr genau
genau definieren, sehr genau bestimmen in dieser symbolischen Ordnung. Und wir neigen dazu, diese symbolische Ordnung, die die deutschen Beschreiber uns hinterlassen haben, in eins zu setzen mit einer sozialen Ordnung. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, ob wir symbolische Ordnung, das ist ein Wort, das im Titel gefallen ist, dummerweise, und soziale Ordnung, ob wir die ohne weiteres in eins setzen dürfen, ob das angängig ist. Ich will kurz sagen, warum. Die soziale Ordnung, wie die Historiker sie uns darstellen, also die Verhältnisse, die wir hier haben, in der baltischen Region, auf dem Lande vor allem, wo sie deutlicher sind, diese Verhältnisse, glaube ich, liegen um 1800 nicht sehr viel anders als 1730 oder 1740. Das ist ungefähr so, da ist also der gutsbesitzende Adel oben, da sind die Leibeigenen unten und die Geistlichkeit ist da und hat ihre Rolle und hat ihre Spiele zu spielen. Das ist nicht sehr verschieden, das liegt fest im Sozialen. In der symbolischen Ordnung aber ist das etwas vollkommen anderes, einfach deshalb, weil der Bauer um 1800 die zentrale Figur geworden ist der symbolischen Ordnung, die wir da fassen können. Um 1740 wird von den Bauern sehr wenig gesprochen, die Bauern spielen keine große Rolle, sie sind sozusagen am Rande. Weil sie unten sind, sind sie am Rande, sie sind imaginiert, könnten wir sagen, sie werden nicht sehr sichtbar in den Quellen. Um 1800 hat man den Eindruck, dass sich das vollkommen verändert hat. Der Bauer ist gewissermaßen die zentrale Figur geworden in den symbolischen Ordnungen, die wir greifen können und für die Literatur, Publizistik, all die Quellen zuständig sind, die wir haben. Die soziale Ordnung also ist die alte geblieben, hat sich kaum verändert. Die symbolische Ordnung erscheint sich vollkommen verwandelt zu haben. Auch der Bauer selbst ist ein vollkommen anderer geworden. Er ist nicht mehr der Wilde, wie er genannt wird, gerne in den älteren Quellen, der nicht bildungsfähig ist, der nicht vernunftbegabt ist, der seinen Zustand selbst verschuldet hat und also ganz zu Recht so gehalten wird, wie er gehalten wird, weil es anders nicht geht. Sondern er ist jemand, das können wir bei Stender lesen, im Vorwort zur lettischen Grammatik, erste Ausgabe von 1761. Er leidet an Mangel an Kultur, aber nicht mehr, wie es früher hieß, weil das im Genie der Nation liegt, sondern weil er in der Leibeigenschaft gehalten wird. Mangel der Kultur, das hatte Frau Florak zitiert und Herr Bosse auch. Und Herr Bosse hatte auch den zweiten Teil des Satzes zitiert, wegen der Leibeigenschaft, in der sie stehen. Und damit bekommen wir ein vollkommen anderes Bild. Die Lage der Bauern ist sozusagen nicht mehr selbstverschuldet, weil sie nicht bildungsfähig wären oder nicht perfektionierbar wären und Bildung keinen Sinn hätte oder Bildungsanstrengung keinen Sinn hätten, sondern sie werden sozusagen sind in einem Zustand, der nicht selbstverschuldet ist und der verändert werden kann. Der Bauer wird sozusagen gedacht als perfektibel, könnte man sagen. Der Bauer wird dadurch, dass man ihn so denkt, eine Aufgabe. Man kann ihn vernünftiger machen, als er ist, man kann ihn aufklären, man kann ihn zu etwas anderem machen und dann kommt man aber an die Grenzen des sozialen Zustandes, denn die Leibeigenschaft kann man vielleicht nicht aufheben, indem man die Bauern bildet. Das ist, glaube ich, das Dilemma, der Drahtseilakt, in dem sich die Volksaufklärung hier oben in der baltischen Region bewegt. Einerseits die Postulate der Aufklärung ernst zu nehmen, soweit es um den Bauern als Teil symbolischer Ordnung geht. Und andererseits zu wissen, die soziale Ordnung wird sich dadurch nicht verrücken lassen. Die Leibeigenschaft wird nicht dadurch aufgehoben werden, dass der Bauer perfektioniert wird, aufgeklärt wird, gebildet wird, Lesestoffe bekommt und seine Begriffe reinigt. Dieses Dilemma, glaube ich, ist Stender von Anfang an klar. Er sagt es ja sehr deutlich in der lettischen Grammatik, mit der das anfängt, die übrigens der kurländischen Ritterschaft gewidmet ist. Das darf man auch nicht vergessen, also dem landständischen Adel, der in Kurland die Macht hat, zusammen mit dem Herzog. Und da sagt Stender in diesem einen Satz gewissermaßen ganz, ganz deutlich, wie er sich die Ordnung der Dinge denkt, welche Möglichkeiten eigentlich da enthalten sind und auch welche Grenzen dieses Programm oder dieses Projekt in sich selbst hat, meine ich, wegen der Leibeigenschaft, in der sie stehen. Die soziale Ordnung wird überhaupt nicht angegriffen bei Stender, also ich finde jedenfalls nichts. Die symbolische Ordnung schon, die sozusagen diese soziale Ordnung flankiert oder überdeckt oder vielleicht auch ausdrückt und in Bewegung kommt. Das machen dann später andere Leute, das machen die Radikalaufklärer, also Galip Merkel und all diese Leute, deren Namen Sie wahrscheinlich gut kennen, die gehen sozusagen frontal gegen die symbolische Ordnung an, gegen die soziale Ordnung an. Bei Stender werden wir das nicht finden, Stender hat dann so verlarvende Ausdrücke. Also das ist so und so, ja, und nicht schön, aber das gehört nicht in unser Fach. Worauf sich Stender konzentriert, ist etwas anderes, ja, also nicht die Soziosphäre, daran kann er nicht viel machen, die soziale Ordnung.
aber an der Semiosphäre kann er etwas machen. In der Semiosphäre nämlich, da sind die Dinge beweglich. Der Bauer als soziales Wesen, da kann Stender wenig machen, aber der Bauer als Element der Semiosphäre gewissermaßen, als Element symbolischer Ordnung, da ist der Bauer bearbeitbar. Da kann man viel für ihn tun, da kann man allerhand mit ihm machen. Und dieses ganze gigantische, muss man sagen, volksaufklärische Projekt, von dem Stender der sichtbarste Teil ist und vielleicht der Teil, in dem das alles kristallisiert, ist eigentlich genau dafür da, denke ich. Die soziale Ordnung, um die es eigentlich geht. Man will ja nicht den Bauern bessern, sondern man möchte auch eine andere Ordnung der Dinge haben. Wenn man aufgeklärt ist, kann man das nicht gut finden, wie das hier oben ist. Man weiß aber, da ist der Adel vor, da ist die Ritterschaft vor, da ist der Herzog vor, da ist die Regierung vor in Riga, da ist der Hof davor, die Krone in Petersburg. Das geht alles überhaupt nicht. Was können wir also tun? Was können wir tun stattdessen? Und wir können unsere Kraft, denke ich, das glauben die Volksaufklärer, in das leiten, was ich die Semiosphäre nenne. Da können wir Dinge tun. Da können wir Energie hinleiten, da können wir dies und das und jenes machen. Das ist überhaupt kein Ausweichen, glaube ich, überhaupt kein Ausweichen vor den Realitäten oder ein Nicht-Wahrhaben-Wollen der Realitäten oder so etwas. Ist auch nicht affirmativ oder nicht emanzipatorisch oder so etwas. Das ist der Versuch sozusagen in der Sphäre zu wirken, in der man wirken kann, und ich denke, das ist die Semiosphäre. Und da sehen wir den Stender und wir sehen ihn gewaltig wirken. Wie er das entwickelt, wie er das entfaltet, wie er das in all seine Facetten auseinanderlegt und alles Mögliche und Unmögliche tut, um das vorzubereiten. Und da ist er nicht der Einzige. Dass das dann sprachlich geschehen muss, sprachlich vermittelt werden muss, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Einfach deshalb, weil die Volksaufklärung, das wird gern vergessen, ja überhaupt keine literarische Bewegung ist oder eine Sprachbewegung oder so etwas. Sie ist eine Reformbewegung. Eine Bürgerbewegung, kann man sagen, viele, viele einzelne Leute, die das machen, eine Reformbewegung, die auf soziale Veränderung zielt und auf einen Mentalitätswandel ihrer Objekte, also des einfachen Volkes. Das ist das deutsche Modell, das hier übernommen wird. Das Problem ist nur, dass man in dem Moment, wo man sich von oben, da wo die Gebildeten sind, nach unten wendet, also die Aufgeklärten Obenen wenden sich nach unten, finden die Ungebildeten, die aufzuklären sind, aber sie finden eben kein Volk, sondern sie finden zwei Völker. Sie finden die Letten und die Esten, die jetzt Objekte der Volksaufklärung werden. Eigentlich aber soll das nicht im Medium der Schrift geschehen. Schrift ist immer nur ein Notbehelf. Das erzählen uns die Kollegen aus Freiburg und Bremen, die die Volksaufklärung für Deutschland aufgegraben haben, also Reinhard Siegert und Holger Böning, immer wieder. Ist eigentlich ein Notbehelf. Man möchte es eigentlich anders haben. Man möchte den Bauern eigentlich direkt ansprechen. Man möchte durch Vorbild wirken, durch direkte Ansprache wirken. Hier oben in Deutschland läuft das auch so zum großen Teil. Natürlich Schrift und so läuft dann auch. Hier oben liegen die Verhältnisse ein bisschen anders, denke ich. Einfach deshalb, um ein Beispiel zu nehmen, weil man den Bauern, wenn er aufgeklärt ist, nicht weiterschicken kann. Also ein deutscher Bauer, der so ein bisschen aufgeklärt ist, ein bisschen erreicht ist von der Volksaufklärung, der kann dann die Bücher lesen, die auf Deutsch vorhanden sind, für die Gebildeten. Das kann der lettische Bauer nicht, weil diese Bücher nicht da sind. Also ein lettischer Bauer, der sozusagen aufgeklärt ist, den kann man nicht weiter verweisen auf Medien, die vorhanden wären in seiner Sprache, weil die einfach nicht da sind. Wenn also Herr Stradinsch, der frühere Präsident der Akademie der Wissenschaften, uns erzählte von der lettischen Bauernenzyklopädie Stenders, die in Europa kein Gegenstück hat, hat er wahrscheinlich recht. Die Frage ist, ob das ein Punkt sein soll, auf den man stolz sein muss. Ein deutscher gebildeter Bauer kann die Enzyklopädien nehmen, die da sind. Kann die Weltkunde nehmen, die da ist, die Geografie nehmen, die da ist und sich damit weiterhelfen. Ein lettischer gebildeter Bauer kann das nicht. Für den muss diese Semiosphäre, das ist der Punkt, in seiner Sprache, im Medium der Schrift, erst errichtet werden. Und das ist genau das Projekt, in dem wir Stender begriffen sehen, denke ich. Soweit es um Letten und lettische Schriftlichkeit, Literatur, all diese Dinge geht. Der Bauer ist ein anderer, haben wir gesagt. Der Bauer ist ein anderer geworden, Ende des 18. Jahrhunderts. Er ist ein denkbares Objekt der Aufklärung geworden. Das gilt für ganz Europa, oder soweit es protestantisch ist jedenfalls. Das gilt für Deutschland besonders. Für die Gebiete, die in Frage kommen, was ist anders geworden mit den Bauern?
Der Bauer ist vernunftfähig geworden. Das war er wahrscheinlich immer, aber man beginnt zu begreifen, dass der Bauer vernunftfähig ist. Der Bauer ist ein wichtiges Element im Staate geworden. Der Kameralismus, der Physiokratismus, all diese Bewegungen, die wir kennen, haben dem vorgearbeitet. Der Bauer ist immer noch unten, aber unten heißt jetzt etwas anderes. Unten heißt nicht mehr sozusagen in den niedersten Stand gesperrt, sondern er ist fundamental wichtig, weil alles andere beruht auf der Arbeit, auf der Tätigkeit der Bauern. Wenn aber alles andere beruht auf der Tätigkeit der Bauern, auf dem Schweiß, auf seinen Nachtwachen, wie es heißt in der Literatur der Zeit, wenn alles andere darauf beruht, warum ist dann dieser Stand so verachtet? Und ist er zu Recht verachtet? Eigentlich ist er nicht zu Recht verachtet, wenn sozusagen die soziale Ordnung, der Bauer unten, steht unten, kollidiert mit den aufgeklärten Ideen. Dann entstehen Konflikte und eine der Reaktionen auf diese Konflikte ist, denke ich, das, was wir Volksaufklärung nennen. Der Bauer ist bildungsfähig geworden. Man denkt ihn sich bildungsfähig, man kann Schulen für ihn gründen. Der Bauer ist lesefähig geworden, man kann für ihn schreiben. Der Bauer ist anders erbauungsfähig geworden, als er früher erbauungsfähig war. Man kann sozusagen Erbauungsliteratur für den Bauern anders anlegen, als sie früher für ihn angelegt war. Der Bauer ist schulfähig geworden, man kann Schulen für ihn gründen. Das passiert auch im Baltikum, in den verschiedenen Regionen, verschieden, halbherzig und ganz verschieden, ein sehr komplexes Feld ist das eigentlich. Aber er wird gedacht als jemand in den symbolischen Ordnungen, wie sie sich darstellen, der prinzipiell schulfähig ist. Und dann wird das eine Aufgabe. Der Bauer ist empfindungsfähig. Herr Bosse oder irgendjemand hatte diesen Auszug aus den Singis von Stender mit den Liebesarien. Ja, mit den Liebesarien. Warum ich in meinem Alter für die Bauern diese Liebesarien verfasse, ja, da geht es also nicht nur um dieses und jenes. Es geht darum, dass der Bauer sich nach innen sozusagen kultivieren soll. Er soll zärtliche Empfindungen entwickeln. Er soll eine andere Idee von Intimität bekommen und damit von sich selber, als er vorher hatte. Und der Bauer ist, auch das ist wichtig für das Baltikum, er ist fähig, ein Element der Öffentlichkeit zu sein, potenziell jedenfalls. Man kann für ihn Periodika schreiben. Diese Periodika sind sehr bescheiden, als sie kommen. Man kann sie Proto-Periodika nennen oder irgendetwas anderes. Aber in der Vorstellung, in der Wahrnehmung der Leute, die dieses Projekt betreiben, und Stender gehört dazu, ist der Bauer fähig, Teil einer Öffentlichkeit zu sein, in lettischer Sprache oder in estnischer Sprache. Man kann das halbherzig nennen und nicht konsequent, man kann da viel kritteln, aber die Vorstellung alleine, dass also ein lettischer Bauer öffentlichkeitsfähig ist, fähig ein Publikum zu bilden, Teil eines Publikums zu sein, ist eine Revolution um alles, um 180 Grad innerhalb von 20, 30 Jahren. Und das ist genau der Punkt, auf dem Stender steht, denke ich, und sein Projekt betreibt. Die Sache mit der Schrift, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Deutsch und Undeutsch werden geschieden in eigentlich fast jeder Dimension, glaube ich, in den symbolischen Ordnungen, die wir haben, die kolonialkulturell sind. Sie werden auch gestrennt durch Schriftbesitz. Die einen sind sozusagen im Besitz der Schrift, die Deutsch heißen in dieser Ordnung. Die anderen sind, ja, schriftlos kann man nicht sagen, aber schriftfern jedenfalls. Und auf jeden Fall schreiben sie nicht, das ist ganz sicher. Sie werden also schriftfern gehalten, religiöse Aufträge, religiöse Missionen, die gibt es natürlich. Ja, man muss sie ein bisschen alphabetisieren, dass sie also ihren Katechismus haben und über den Katechismus an die Sittenlehre kommen und moralisch sozialisiert werden, eingenordet werden, all diese Dinge, das passiert. Aber die deutsche Gesellschaft, wie sie sich versteht, hält diese Schranke zwischen Deutsch und Undeutsch als vielleicht die entscheidende Schranke fest, bewährt sie mit allem, was sie hat, und dazu gehört auch Schrift, Schriftbesitz. Es gibt eine Stelle, die sich bei Hupel findet, in der Topographie von Lief und Estland aus dem Jahre 1777, wo Hupel über die Bildungsverhältnisse schreibt, wie das bei den Bauern aussieht. Die Bauer lernt also ein bisschen lesen, wird alphabetisiert. Mit dem Schreiben ist es ganz anders. Die wenigsten Herren, schreibt Hupel, erlauben ihren Bauern, dass sie lernen schreiben. Man befürchtet vielleicht einen Missbrauch. Mancher könnte sich einen Pass oder Freibrief schreiben. Da erkennt man, was Schrift ist in den Verhältnissen, die wir hier oben haben. Das ist nicht einfach eine Kulturtechnik, die man hat oder die man nicht hat, sondern es gehört in diese homologe Reihe von Unterschieden, von Differenzen zwischen Deutsch und Undeutsch, zu der die persönliche Freiheit gehört. Das Verhältnis zur Schrift bei der deutschen Oberschicht hier oben, soweit es um die Bauern geht, um die Undeutschen, halte ich für absolut neurotisch.
absolut neurotisch. Wir haben eigentlich ein Schriftmonopol der Deutschen, die sich Deutsche nennen, 600 Jahre lang, dann weicht es langsam auf. Es wird immer wieder befestigt, immer wieder bewährt, immer wieder verteidigt, immer wieder begrenzt. Ich gebe einfach ganz schnell zwei, drei Beispiele, um zu sagen, wie ich das meine. Wir haben das erste private Bauernrecht, Schulz von Ascheraden, das kennt, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen bewegt hier oben, aus dem Jahre 1764. Da haben wir also einen Gutsherrn, der seinen Bauern ein privates Bauernrecht gibt, sehr bescheiden, aber immerhin werden die Bauern anerkannt als Rechtssubjekte. Sie können klagen gegen ihren Gutsherrn, sie sind ein Rechtssubjekt, das waren sie vorher nicht. Sie werden als Rechtssubjekt anerkannt in den symbolischen Ordnungen, die jetzt dastehen, 1764, bei Schulz jedenfalls, von Ascheraden ist der Bauer ein Rechtssubjekt, das ist das eine. Und das zweite, dieses Recht wird gedruckt, dieses Bauernrecht, das wird übersetzt ins Lettische, von dem Vater des Dichters Karl Gotthard Grass, von dem wir gestern gehört haben, in dem schönen Vortrag zu Krause. Und dann wird es den Bauern in die Hand gegeben, durch den Gutsherrn selber. Das heißt, er bindet sich, er beschränkt sich, er erteilt dem Bauern nicht nur das Recht, er verbrieft es ihnen auch im Medium der Schrift. Ein Jahr später sitzt der Landtag in Riga, der Livländische Landtag, 1765. Ascheraden hat angetragen darauf, dass sein Bauernrecht zu Landesrecht wird. Und das wird abgewiesen durch den Adel, mit Begründungen, die jetzt nicht interessieren. Das ist uns, für uns nicht weiter wichtig. Aber wichtig ist der zweite Punkt, die Bauernrechte, die gedruckten Exemplare, müssen alle abgegeben werden. Sie müssen alle eingezogen werden. Schulz kann seinen Leuten ein Bauernrecht erteilen, das ist überhaupt kein Problem für seine Person. Für seine Nachfolger nicht, aber für seine Person kann er es tun. Aber er darf es nicht drucken lassen. Das gedruckte Bauernrecht, alle Exemplare, die verfügbar sind, müssen eingesammelt werden und ins Archiv der Ritterschaft abgegeben. Das heißt, selbst wenn sozusagen der Zustand der Rechtsfähigkeit eingeräumt wird, private, durch den Schulz, es darf sozusagen nicht durch Schrift beglaubigt werden. Das haben wir bis tief ins 18. Jahrhundert, ins Ende des 18. Jahrhunderts hinein. Alles, was die Bauern betrifft an Rechtszuständen, Privilegien oder Veränderungen oder irgendetwas, alles das darf nur mündlich verkündet werden, nicht schriftlich. Es geht durch Kanzelpublikationen, durch den Pastor. Es wird den Bauern nicht in die Hand gegeben. Sie sehen sich sozusagen nicht im Medium der Schrift als Rechtssubjekt. Das ist unmöglich. Als es jemand probiert, ein Kalendermacher, darüber hatte Herr Köter gestern gesprochen, Christoph Harder, versucht also die Edikte, die die Bauern angehen, abzudrucken in dem lettischen Kalender. Der Kalender wird sofort dicht gemacht. Das sind die eigenen Gesetze, die eigenen Regelungen. Wenn sie gedruckt werden, wenn sie dem Bauern gedruckt vor die Augen kommen, wird der Kalender sofort geschlossen. Das ist das, was ich neurotisches Verhältnis zur Schrift nenne und das vielleicht ein bisschen deutlicher macht, was Stender eigentlich tut mit dieser Errichtung einer Semiosphäre in lettischer Sprache im Medium der Schrift. Es ist der Versuch, glaube ich, die lettische Kultur oder damalige lettische Kultur, wie Stender sie versteht, hineinzubauen, hineinzubilden, hineinzuholen in den europäischen Kulturraum der Gebildeten. Und das geschieht im Medium der Schrift mit all den Folgen, die das hat. Und das bedroht, denke ich, ganz, ganz deutlich diese kolonialkulturelle Unterscheidung zwischen Deutsch und Undeutsch, an der die ganze Verfassung, die ganze Ordnung der Dinge hier oben noch sehr, sehr, sehr lange hängt. Das ist eine Sache, die ich noch hatte. Für Averius ist das eine vollkommen andere Geschichte, um das wenigstens noch anzudeuten. Für unseren estnischen Volksaufklärer oder Aufklärer im Estnischen ist das eine vollkommen andere Geschichte. Der weiß auch, dass den Bauern Kultur fehlt. Er hat eine Schrift verfasst, 1792, über die Kultur der estnischen Sprache, deutsch gedruckt, ein Schulprogramm am Revaler Gymnasium, dessen Direktor er war. Dieses Schulprogramm sagt ganz deutlich, den Bauern fehlt Kultur in ihrer Sprache. Sie können nicht aufgeklärt werden in dieser Bauernsprache, ihnen fehlen alle Begriffe und sie ist roh, sie ist unfein, sie ist nicht artikuliert genug, was da alles so fehlt. Den Bauern fehlt Kultur, es gebricht ihn an Kultur, aber es ist nicht wegen der Leibeigenschaft, wie bei Stender zu lesen steht, 30 Jahre vorher, sondern es liegt daran, dass sie diese Sprache haben, erstens, und zweitens, dass sie nicht auf ihre Gutsherren hören. Wenn sie auf ihre Gutsherren hören würden, auf ihre Adligen, deren Eigentum sie sind, dann wären sie sozusagen jetzt schon fähig, aufgeklärt zu sein. Das heißt, die Schuldfrage, wenn man das so nennen darf, wer ist verantwortlich für diesen traurigen Zustand der Bauern, diesen unaufgeklärten Zustand der Bauern, den wir bei beiden haben,
Stender konstatiert, Ihnen Avelius auch, die Gründe dafür werden ganz woanders gesucht, nicht in der Ordnung der Dinge, sondern in den Bauern selber. Sie werden sozusagen wieder hineingelegt in die estnischen Bauern selber. Sie sollen auf ihre Herren hören. Sie sollen sozusagen sich ihre Herren zum Beispiel nehmen. Und dann muss natürlich auch die estnische Sprache aufgeklärt werden. Aber Avelius denkt sich das ganz anders. Ja, bei Stender ist das so, das finden wir immer wieder. Und Heinrich Bosse hatte vorhin ein paar Zitate dazu. Stender ist, glaube ich, eher das, was man ja vielleicht mit Kittler so einen Formulierungsbeauftragten nennen könnte. Also die Letten können nicht schreiben aus den bekannten Gründen, sie werden getrennt von der Schrift aus den bekannten Gründen, geschrieben werden aber muss, damit diese Semosphäre errichtet werden kann, damit die symbolische Ordnung weiter in Bewegung kommt und vielleicht irgendwann auch die soziale. Also muss geschrieben werden, aber die Letten selber können nicht schreiben, es muss jemand für sie schreiben. Aber wie soll er schreiben, in welcher Sprache soll er schreiben und vor allem, wie soll er sich sozusagen stellen, der schreibt, zu denen, die diese Sprache sprechen. Und bei Stender ist das, die Stelle hat Herr Bosse heute Morgen zitiert, ungefähr so. Also ich schreibe, lettisch, dann lese ich es den Meinigen vor, dann müssen wir uns das Gesinde vorstellen, glaube ich, ja, das lettische Gesinde, Mägde, Knechte, was da im Pastorat ist. Und dann entscheiden die, wollt ihr das haben, ist es das, erkennt ihr euch darin oder erkennt ihr euch darin nicht. Es geht also nicht nur um das Vermitteln von Wissen, Wissensstoff oder Weltstoff oder so etwas. Es geht darum, erkennen sich die Leute in dem, in der Sprache, in der Schrift, in dem Ton, den ihnen vorgelegt wird. Erkennt ihr euch darin, dann wird es gedruckt. Erkennt ihr euch darin nicht, dann wird es nicht gedruckt und ich schreibe es um, bis ihr euch darin erkennt. Es geht also nicht nur um Botschaften, die vermittelt werden, das kennen wir aus der Volksaufklärung, sondern es geht um so etwas wie einen Spiegeleffekt, möchte man fast sagen, im Medium der Schrift. Die Letten und die Esten selber können das nicht tun, wahrscheinlich in der Zeit, nach der Ordnung der Dinge. Aber man kann sie dazu bekommen, dass sozusagen dieser Effekt des Sich-Erkennens in der Schrift als Spiegel, was immer verhindert werden musste durch die Ritterschaften und andere Akteure, dass das sozusagen eintritt. Das ist das Stendersche Modell. Also ein Kommunikationsmodell, er schreibt für die Letten, advokatorisch, das machen die anderen Volksaufklärer auch. Aber es gibt ein Feedback, es ist zurückgekoppelt. Es gibt zwei Kanäle. Ich schreibe für euch sozusagen von oben nach unten als der Gebildete, der Schriftbesitzer, der ich bin. Aber wenn ihr von unten das nicht erkennt, wenn ihr euch nicht erkennt in dieser Schrift, dann schreibe ich es um, bis ihr euch in dieser Schrift erkennt. Und Avelius hat genau das Gegenteil. Ich bringe vielleicht ganz schnell zwei, drei Zitate dazu. Also estnisch muss aufgeklärt werden, Sprache ist zu arm und so weiter. Nun bedarf zwar freilich die estnische Nation zur Bildung und Verfeinerung ihres Gefühls und ihrer Sitten fürs Erste keiner Ilias und keines Werks eines Cicero von den Pflichten. Dennoch soll die Rohheit ihres Gefühls gemildert und Sittlichkeit bei ihr verbreitet werden. Und dies kann nicht anders geschehen als durch die Sprache. Die Sprache muss also erst zur Erreichung dieses Zwecks fähig gebildet werden. Bis dahin geht Stender mit. Und hier entstünden nun die wichtigen Fragen. Wie kann die estnische Sprache diesen Grad der Kultur erhalten? Erstens. Und zweitens, wer soll sie bewirken? Und der nächste Satz bei Avelius macht vollkommen klar, wer diese Kultur nicht bewirkt, nämlich der Este selbst. Aber der Este, zur immerwährenden Knechtschaft geboren, obwohl in dieser Knechtschaft selbst gewiss glücklicher als manche andere Nation bei aller ihrer hochgepriesenen Freiheit und Selbstständigkeit, wird nie in die Lage kommen, dass er den edlen Stolz zum Nähren anfangen kann, für alle seine Sprachgenossen und selbst für die Nachwelt zu reden. Zufrieden damit, sich in seinem engen Wirkungskreise einen Tag wie den anderen herumzudrehen, wird und kann er auch nie selbst zur Kultur seiner Sprache etwas beitragen. Das bedeutet, die estnische Sprache wird nie durch die Esten gebildet werden können, einfach deshalb, weil sie nicht schreiben, weil sie auch das Bedürfnis nicht haben. Es muss sozusagen ihre Sprache von außen gebildet werden. Ganz anders, denke ich, ist das Modell, das Stender im Kopf hat. Was wir hier haben bei Avelius, ist so ein Containermodell. Da ist ein Sender und da ist ein Empfänger. Der Sender verfasst die Botschaft, der Empfänger nimmt sie auch. Der Sender ist berechtigt, er hat sozusagen die Autorität und der Empfänger hat zu nehmen, was er bekommt und sich danach zu modeln. Stender öffnet das vollkommen und macht daraus so ein Zweikanalmodell mit einem Feedback, mit einer Rückkopplung. Ihr könnt nicht schreiben und ihr dürft nicht schreiben. Ich schreibe für euch, aber ich versuche zu sichern, so gut es irgendwie geht, dass ihr euch wiedererkennt in dem, was ich schreibe. Dass der Ton, den ihr im Ohr habt, wenn ihr das lest, nicht ein deutscher Ton ist, sondern eurer Ton. Dass ihr sozusagen eure eigene Stimme erkennt, obwohl es nicht eure Stimme ist, die zu euch spricht. Und das ist, glaube ich, ein vollkommen anderes Modell von
sprachlicher Ordnung, kommunikativer Verfassung und auch von Volksaufklärung, die wir da haben. Diese Eifersucht gegen die Schrift hält sich lange, lange durch. Ich schließe dann auch ab. Wir haben also noch Schulpläne um 1800, schießen die geradezu ins Kraut. Immer wieder ist das eine halbierte Alphabetisierung. Immer wieder, ja, dies und das muss der Bauer wissen. Bis dahin muss er gehen. Schrift ist die Grenze. Niemals wird verlangt, dass der Bauer schreiben lernt. Das ist deshalb erstaunlich. Deshalb erstaunlich und deshalb so besonders baltisch, weil wir sonst natürlich den Fall haben, dass das preußische Modell hier reinspielt. Also die erste Bildungsvorschrift, die wir haben für die Bauern von 1765, das ist der gleiche Landtag, der das Schulzsche Bauernrecht abgewehrt hat und die Exemplare hat einziehen lassen, die gedruckten. Der gleiche Landtag von 1765 erlässt ein Schulpatent, ein Schuledikt oder ein Bildungsedikt. Der Bauer muss alphabetisiert werden, also Erkenntnis Gottes im Katechismus und im Gesang und im Beten. Das ist das Unterrichtsziel. Aber er lernt nicht schreiben. Und das ist deshalb interessant, weil alle anderen Punkte dieses Schulpatents ganz, ganz deutlich sich beziehen auf das preußische Landschulreglement von 1763, das Friedrich II. Erlassen hat oder hat erlassen lassen. 2 Jahre später ist das in Riga. Es ist fast identisch. Aber die Schrift ist raus. Die Schrift ist kopiert. Das heißt, der lettische Bauer oder der livländische Bauer soll lernen, was der preußische Bauer auch lernt. Das preußische Modell der Volksaufklärung, der Beschulung des Volkes wird übernommen, aber die Schrift wird herauskopiert, sie wird herausgenommen und das geht immer sofort bis in die Jahre nach 1800. Immer wieder, die Leute müssen von der Schrift getrennt werden, die Leute müssen von der Schrift ferngehalten werden. Das Schriftmonopol der Leute, die sich Deutsch nennen in dieser Ordnung, muss bewahrt und verteidigt werden. Und gleichzeitig haben wir Projekte wie das von Stender, die etwas anderes versuchen oder unter diesen Verhältnissen versuchen, etwas zu tun, was bedeutsam wird für die Leute, an die sie sich richten und die sie im Auge haben, mit Folgewirkung über 100, 120, 150 Jahre hinaus. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag. War ziemlich intensiv, fand ich auch höchst interessant. Jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit für Fragen. Und der Reihe nach. Ja. Es war sehr interessant, was hatten Sie erzählt, aber in mich innen ist etwas gegen das, was hatten Sie erzählt, ein bisschen deswegen, dass in Zeiten, wenn Stender in Kurland hat gearbeitet und geschrieben in Livland, waren handschriftliche Bücher herausgegeben, was war verbreitet zwischen Bauern. Und sie könnten dann lesen, und das war schriftlich geschrieben. Das bedeutet, dass sie können auch selbst schreiben. Darf ich gleich antworten dazu oder etwas sagen? Sie meinen die Schriften, die entstehen bei den Herrnhutern, in der Herrnhuter-Bewegung. Das muss man dazu sagen. Neben der Amtskirche haben wir die Herrnhuter-Bewegung, die sich ganz anders organisiert. Und da gibt es so einen eigenen literarischen Betrieb, in dem Letten und Esten, das geht also bis nach Nordliefland hinein, schreiben tätig sind. Und das ist sozusagen eine Gegenvorstellung, ein Gegenmodell, ein, weiß ich gar nicht, ein Gegenbetrieb eigentlich, den wir da haben, in handschriftlicher Literatur, nicht in gedruckter, so unter der Wasserlinie, also da, wo die Amtskirche sozusagen nicht regulierend eingreift. Da haben Sie vollkommen recht. Aber das ist natürlich nicht das, wie soll man das sagen, das ist eine private Veranstaltung, wäre jetzt falsch zu sagen, aber es ist nicht das, was die Amtskirche hat, was die Amtskirche verlangt. Was die Amtskirche verlangt, ist etwas vollkommen anderes und da wird der Bauer von der Schrift festgehalten, dass dann trotzdem durch die Herrnhuter diese Dinge stattfinden. Da haben Sie vollkommen recht, das ist eine andere Wurzel, der, soweit ich das begreife, für die estnische und die lettische Nationalliteratur später im 19. Jahrhundert, auf ganz komplexen Wegen. Da haben Sie vollkommen recht, das gibt es auch. Haben Sie Dank für Ihren Vortrag, der mir meinen Autor Krause sehr viel näher gebracht hat. Er hat an einer Stelle lange Passagen darüber. Er fährt mit seiner Patron zur Mutter des Patrons und die ist Herrnhuterin. Macht aber, glaube ich, wenig Unterschiede zwischen den eigentlichen Herrnhutern und dem Pietismus in Halle. Hat einen eigenen Pastor eingestellt, der natürlich nicht im
Verzeichnis der Pastoren Livland steht, weil er ja nicht orthodox examiniert worden ist. Und da gibt es jeden Morgen eine Andacht und da werden alle Personen des Haushalts zusammengebeten. Jeder bekommt ein Buch, in dem er also die Lieder lesen kann. Aber die kleine Bemerkung, die Krause dazu hat, diese Bücher müssen den Mägden aufgeschlagen werden, weil sie offenbar es nicht selber können. Und aber da ist, glaube ich, so etwas Ähnliches wie ein Anfang da drin. Und das Beispiel, das ich von der Magd mit ihrem Bruder erzählt habe, ist ja auch eine Möglichkeit, hier etwas mehr zu werden, als man es vielleicht normalerweise wird. Und das zieht sich also bei Krause wirklich durch seinen Bericht. Es geht bei ihm sogar so weit, dass er die Pietisten, wenn ich das als Sammelbegriff nehmen kann, schon am Gartenzaun erkennen kann. Wenn er durch das Land fährt, sieht er also, das ist ein ordentlicher Gartenzaun, da wohnen Pietisten. Das ist ganz, ganz einfach in dem Lande. Und da, wo es also liederlich aussieht, da achtet der Herr nicht darauf, dass also es besser wird, sondern die alte Ordnung bleiben muss. Das ist ein Punkt, den wir oft haben bei Pastoren in den Berichten, die sie ins Konsistorium einsenden, dass man die Herrnhuter erkennt sofort. Erkennt sie daran, dass sie ordentlicher sind, dass sie nicht trinken, dass sie disziplinierter sind und dass sie ihre Kinder anders halten, ihre Frauen nicht schlagen, all diese Dinge. Aber das ist natürlich nicht die Amtskirche, die das macht. Das läuft nicht über das Konsistorium, sondern das ist gewissermaßen auch nicht klandestin. Das wird ja geduldet und Pastoren sind genug dabei und der Adel auch. Es gibt ja regelrechte Solidarisierung zwischen Adligen und Bauern in den Herrnhuter Gemeinden. Aber das ist natürlich nicht Verdienst der Amtskirche oder der Ritterschaft oder der offiziellen Bildungspolitik, sondern das ist ein anderer Faden. Und ob man das Volksaufklärung nennen kann, weiß ich nicht. Das ist ein anderes Einüben von Mediengebrauch natürlich, ganz, ganz anders, wie das verlangt wird im Pietismus mit Schreiben und all diesen Dingen. Aber ob man das Aufklärung nennen kann oder Volksaufklärung, ist schwer zu sagen, weil das natürlich eine ungeheuer enge Welt ist, die da kultiviert wird, sehr intensiv kultiviert wird, die aber genau sich sozusagen trennt von dem, was wir sonst unter Aufklärung so verstehen. Also die Welt, die Ständer seinen Leuten nahe zu bringen versucht, die wird ja da eher beiseite gelassen und ausgeklammert und an den Rand geschoben. Es gibt auch wirklich Konkurrenzen, muss man sagen, zwischen diesen beiden Bildungsrichtungen. Ja. Ja, vielen Dank für Herr Taterka für diesen sehr anregenden Vortrag. Ich hätte kurz, ganz kurz zwei, drei Punkte. Einmal, was Sie auch angerissen haben, diese vergleichende Anthropologie der Schriftlichkeit in frühneuzeitlichen Gesellschaften. Würden Sie da ein Spezifikum des Baltikums sehen, wenn ich Sie recht verstanden habe, in dieser Ablehnung dem einfachen Volk, genau gesagt den Bauern, das Vermögen von Lesen und Schreiben zuzuerkennen? Ich denke, dass es doch sicherlich im Gegensatz zu protestantischen Gesellschaften Norddeutschland steht im 18. Jahrhundert, aber sich doch in vielen traditionellen Gesellschaften der frühen Neuzeit findet. Ich denke an Südfrankreich allgemein, Spanien, Italien. Zweiter Punkt, die Semiosphäre Ständers. Ich fand das sehr anregend, auch den Begriff, den Sie verwendet haben. Aber muss man da nicht auch einbeziehen, zwei Gesichtspunkte, die wir in den letzten Tagen doch recht intensiv diskutiert haben, nämlich Oralität und Ikonografie. Das heißt, den Versuch Ständers und das Spezifikum, das ihn auch auszeichnet, neben anderen, Schriftlichkeit über Mündlichkeit zu vermitteln, durch Formen des Vorlesens, durch Lieder und so weiter und mit Bildlichkeit zu verknüpfen, Beispiel ABC-Buch. Und letzter Punkt, das Feedback-Modell, das klingt sehr überzeugend, ist aber gleichzeitig sicherlich auch ein bisschen idealisiert. Also ich weiß nicht, inwieweit das einer Wirklichkeit entspricht. Sicherlich gehört Ständer zu jenen, die
auch aufgrund seiner sozialen Position, die dem Volk näher standen als viele andere, vielleicht vergleichbar mit jemand wie Henri Grégoire in Frankreich, auch ein Pastor bzw. ein Priester, späterer Revolutionär, auch jemand, der dem einfachen Volk sehr nahe stand. Aber trotzdem sind das Personen, die eine bestimmte soziale Stellung hatten, die vielleicht für sich in Anspruch nahmen, im Dialog mit dem einfachen Volk zu stehen. Aber ich denke, dass Sie das ein bisschen sehr idealisiert haben, dieses Zweikanal-Feedback-Modell, das Sie Stender zuschreiben. Also, wenn ich gleich antworten darf, ja, der erste Punkt, da haben Sie sicherlich recht, ja, natürlich, also für frühneuzeitliche Gesellschaften, natürlich schreibt der Bauer nicht, natürlich wird der Bauer von der Schrift ferngehalten, all diese Dinge. Nur wir haben ja genau den Fall, dass das Baltikum sich nach den norddeutschen oder Modellen sozusagen orientiert, dass die Volksaufklärung hier 1:1 übertragen wird. Selbst gegen die Natur der Dinge, bis man merkt, Moment mal, das geht ja hier gar nicht, das passt ja gar nicht. Ja? Man nimmt das fast ideologisch, muss ich sagen. Und dann sieht man aber, wie immer die Schrift herauspräpariert wird. Immer, immer, immer. Und zwar nicht sozusagen die Alphabetisierung der Bauern. Die läuft genauso wie in Preußen. Sie können also das preußische Landschulreglement nehmen und diese Livländische, diesen Rezept des Landtages daneben legen. Das wird genauso gedacht. Und die Schrift ist draußen. Genauso hat der Bauer ein Klagerecht. Auch 1765 endlich kann der Bauern klagen gegen seine Gutsherrschaft, aber nur mündlich. Bauerklagen dürfen nie schriftlich eingereicht werden. Werden sie schriftlich eingereicht, wird der Bauer nach Sibirien verschickt. Mündlich darf er gerne klagen gegen seine Herrschaft. Gibt es einen Schriftsatz, der das Gleiche enthält, was der Bauer mündlich vorbringt, wird er ohne weiteres nach Nertschinsk in die Bergwerke geschickt und es gibt überhaupt keine Diskussion. Überhaupt keine Diskussion. Das heißt, das Verhältnis zur Schrift, glaube ich, das trennt doch sehr, sehr deutlich Verhältnisse, die wir sonst... Ich will nicht sagen 1:1, aber die wir sonst wiederfinden, dieses Modell der Volksaufklärung ist auch darum so faszinierend hier oben, weil es auch gegen, kontrafaktisch gewissermaßen, gegen die Wirklichkeit durchgesetzt wird. Keiner weiß ja so richtig, was sich dabei ergibt bei all diesem aufklärerischen Furor, was da wirklich ankommt bei den Bauern in der Soziosphäre, um die es ja eigentlich geht. Das weiß keiner. Aber die Schrift ist immer herauspräpariert. Die Sache mit der Schrift, das ist ein Punkt, der, ich habe es neurotisch genannt oder neurotisch besetzt, eine ganz erstaunliche Geschichte. Wir haben ja leider keine Mediengeschichte der Region und auch keine vernünftige Schriftgeschichte. Sonst könnten wir vielleicht schon weiter sein an diesem Punkt. Und es fällt genau auf, dass es sich da trennt. Alles andere ist hier ungefähr in Analogie zu dem, was wir woanders auch haben. Da trennt sich das. Ständer und die Bildprogramme und diese Dinge, da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich habe das einfach zusammengenommen in einem Satz oder in zweien. Natürlich muss das dann wieder entfaltet werden. Der dritte Punkt, die Rollen... ob das bei Ständer wirklich so ist, weiß ich ja nicht. Wir wissen ja nur, was er uns sagt. Er hält es immerhin für wichtig, uns das mitzuteilen. Und wir, auch bei Avelius wissen wir nicht. Avelius schreibt ein hervorragendes Estnisch. Er sagt, Webermann, ein Estonist aus Göttingen, der selber halb Este, halb Deutscher war. Avelius muss ein hervorragendes Estnisch geschrieben haben. Aber er schneidet die Bauern sozusagen ab von der Schrift. Sie haben nicht das Recht, über die Sprache zu entscheiden, in der sie sprechen, wenn es darum geht, dass in dieser Sprache Aufklärung stattfindet. Das ist Sache der gebildeten Männer. Die gebildeten Männer sind dafür zuständig, dass die Sprache gebildet wird, nicht die muttersprachlichen Sprecher. Und das ist eine Ideologie oder ein, ich weiß nicht, ja, ein Prinzip. Und das Ständerprinzip steht auf der anderen Seite. Wie das mit der Praxis sich verhält, ja, das müsste man wahrscheinlich genauer auseinandernehmen, wenn wir das können. Weiß ich nicht, aber ich fand es sehr deutlich, dass es sozusagen auf der Ebene der Prinzipien oder der Modelle wirklich antagonistisch steht. Ich habe den Avelius sehr undankbar behandelt, man müsste das viel genauer auseinandernehmen, aber es steht wirklich um 180 Grad gegen das ständersche Modell, wie Ständer selber es uns darstellt. Wie es dann wirklich läuft bei Ständer, das müsste man prüfen. Es ist eigentlich ziemlich schwer, zu so einem souveränen Vortrag noch was dazu zu sagen. Also ich möchte eigentlich auch nur ein bisschen ergänzen, weil da ja ein Rätsel ist, wieso können die Bauern lesen, lernen, aber nicht schreiben. Das ist von dem heutigen Lesen und Schreiben lernen, wo das lautlich vermittelt wird, ist das reziprok. Aber in der gesamten frühen Neuzeit sind es zwei verschiedene getrennte Tätigkeiten, die getrennt eingeübt werden und übrigens auch getrennt bezahlt werden im Schulmeister. Also es sind ganz deutlich zwei verschiedene Kulturtechniken. Deswegen ist diese Trennung überhaupt möglich. Also das wäre ein Nachtrag. Und dann zur Frage von Herrn Lüsebrink zur Alphabetisierung. Das ist ja die... Ich würde sagen, die neueren Forschungen, soweit ich die also von Herrn Siegert zusammenfassen darf,
Es gibt flächig Analphabetentum in Preußen und in Bayern. Aber in katholischen, vor allem die Rheinlande und den Kurfürstentümern und so weiter, die sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind die voll durchalphabetisiert, sogar die oldenburgische Küstenmarsch. Also wir haben sehr viel mehr Schrift- und Lesefähigkeiten, als man dachte, als natürlich also die Anhänger der staatlichen Schule auch also aus propagandistischen Gründen verkündet und festgehalten haben. Realiter haben viele, die schreiben gelernt haben, das Schreiben wieder verlernt, weil sie es nicht gebraucht haben. Das muss man dazu sagen. Und zum Verweis auf den Abbé Grégoire würde ich scharfstens widersprechen. Der war ein Vertreter der Einheitssprache. Die Sprache der Freiheit ist Französisch, das heißt, es ist kein Französisch, während die Erlasse des Königs von Frankreich, die wurden in vier verschiedenen Sprachen alle übersetzt. Deutsch, Italienisch und Languedoc. Also das ist, finde ich, ist genau das andersrum, was Stender macht. Das ist die Intoleranz von oben, die versucht, über eine Einheitssprache Gesinnung und Kultur zugleich zu verbreiten. Also das sehe ich sehr viel kritischer als Sie. Und zum letzten Punkt, hat Stender das auch wirklich befolgt, was er da sagt? Vielleicht darf ich es nochmal ausführlicher vorlesen. Was muss ein angehender lettischer Dichter tun? Er muss schon imstande sein, lettisch zu denken und fertig zu sprechen. Wenn er jetzt aus dem Deutschen übersetzt, muss er sich den Sinn deutlich machen, er muss lettische Worte sammeln, er muss lettische Reime suchen. Und dann muss er den Entwurf, Stender sagt, den meinigen vorlesen. Und ich habe gemerkt, ich habe bei der Übersetzung gestockt und Sie auch, wer sind die meinigen? Ja, er könnte natürlich sagen, meinem Gesinde, aber genau das sagt er nicht. Und das finde ich, und da ja mit dem berühmten Grabspruch Latwes, also ich würde dieses die Meinigen doch sehr stark machen. Das sind die Seinigen, denen er das vorliest. Also wir haben einen Rezipientenkreis, der, und das ist das, was mich so beeindruckt hat, eben nicht in Diskussionen verwickelt werden darf. Nicht darf. Ja, nee, das, er soll, ja. Man muss sich das anhören, dass sie sagen, das geht nicht. Also, und das finde ich ja für alle Autoren immer sehr heilsam. Deswegen hat mir das so gefallen. Das ist eine Form, mit Feedback umzugehen. Und in Ihrer Interpretation ist ja auch deutlicher geworden, was es damit auf sich hat. Also insofern glaube ich, dass es tatsächlich die Praxis ist und auch die Strategie, die dazugehört. Einen Satz sagen darf, ich habe schon viel zu viel gesprochen und zu undeutlich und zu schnell und überhaupt tut mir alles sehr leid. Ja. Aber was ich bei Stender wirklich entdecke und was ich für ganz wichtig halte, ist die Trennung der Solidarität von Schrift und Religion. Bis Stender haben wir nämlich sozusagen, begegnet dem Bauern die Schrift nur in religiösen Zusammenhängen. Schrift und Religion sind sozusagen solidarisch, es ist eigentlich ein Binom. Für das Lettische ist Stender der dieses Binom aufsprengt und der die Schrift frei macht für etwas anderes. Das hätte ich gern noch gesagt, aber das ging hier alles unter in diesem Tohuwabohu durch meine Schuld, Entschuldigung. Diese Aufhebung der Solidarität von Schrift und Religion, das halte ich für absolut elementar, dass die Schrift frei wird. Dass die Schrift sozusagen sich emanzipieren kann vom Gebot der Verkündigung, für das sie nur ein Mittel ist, nur ein Instrument. Dass die Bauern das verweigern, dass die Bauern immer wieder sich wehren, weltliche Literatur zu lesen. Für das Estnische haben wir da eine ganze Reihe von Zeugen, ja, gerade bei Avelius, weil sie sagen, ja, aber ich lese doch nur, um Gottes Wort zu hören. Ja. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Schrift sozusagen von Gottes Wort getrennt werden kann, dass die Schrift ein frei verfügbares Medien ist in den medienkulturellen Lagerungen, die wir hier oben haben. Und was das eigentlich bedeutet, die Schrift zu emanzipieren, die Schrift frei zu machen für andere Dinge, das muss man sich wirklich nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Das ist eines der großen Verdienste, die wir für das Lettische oder die lettische Schriftlichkeit oder wie wir das nennen wollen, bei Stender haben. Das wollte ich noch nachtragen. Danke. Und noch die letzte Frage oder auch. Das ist vielleicht eine Bemerkung, wenn Sie haben ja gesagt, dass Sennhuter, das ist ja eine besondere Sache und vielleicht die deutschen Pastoren, Gutsbesitzer, da sind ja ganz unschuldig für die Schriftsmöglichkeiten oder Kenntnisse der Bauern. Ich möchte sagen, das ist ja nicht ganz vielleicht korrekt, weil doch ohne die Deutschen, so wie Pastoren, so wie Gutsbesitzer von Hallert, Kampenhausen, Brönig und so weiter und so weiter, dann haben ja die Hannover gar nichts gemacht, also die Deutschen waren ja dabei, die haben ja vieles gemacht, geholfen und so weiter und so weiter. Also darum, so die deutschen Pastoren zu distanzieren, vielleicht nicht so gut. Und das ist der eine, aber zweit,
Zweitens, naja, wir haben ja über diese Enzyklopädie von Stender gesprochen und Sie haben ja gesagt, naja, ein deutscher Bauer kann eine deutsche oder eine französische Bauer, eine französische Enzyklopädie zu lesen. Und da habe ich eine Frage, gibt es Zahlen, wie viele Tausende von den deutschen Bauern und den französischen Bauern haben diese Enzyklopädien gekauft? Und dann ist es ja sinnvoll, über diese Sachen zu reden. Danke. Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Also der Bauer, ich kenne das aus Mecklenburg, aus meiner Ecke, wo die Leibeigenschaft bis 1822 besteht. Dafür brauchen Sie keine deutsch-lettischen, deutsch-estnischen Verhältnisse. Das ist die ostelbische Gutsherrschaft, die das verklammert. Das ist die Wirtschaftsverfassung. Und da liest auch keiner Bauernenzyklopädien, weder Niederdeutsch noch Hochdeutsch. Hätte er vielleicht lesen können. Und das andere, was Sie sagen, da kann ich Ihnen nur recht geben bei den Herrenhutern. Man muss aber unterscheiden, ja, zwischen einzelnen Geistlichen, einzelnen Geistlichen auf der einen Seite und dem Konsistorium und der Ritterschaft auf der anderen Seite. Wir haben nämlich hier oben den Fall, dass der Adel um 1800, glaube ich, durch die Bank aufgeklärt ist. Ich habe noch keinen Adligen gefunden um 1800, von dem ich nicht sagen würde, wenn ich seine Briefschaften durchsehe oder was man so kursieren lässt, er sei nicht aufgeklärt gewesen. Wo aber der Adel als Ritterschaft korporativ zu entscheiden hat, in politischen Sachen, in sozialen Sachen, kriegen wir das ganz anders zu sehen. Das Gleiche haben wir mit der Geistlichkeit auch. Ja, wir haben also die Geistlichen, die ja, wenn sie aus Göttingen zurückkommen, Entschuldigung, ja, oder aus Königsberg, die haben alles, aber keinen Gott mehr natürlich, ja, wenn sie hier ankommen, 1770. Was sollen sie machen mit ihren 2000, 10.000, 16.000 Seelen, die sie da haben, ja, für die sie zuständig sind? Natürlich müssen die Volkslehrer werden, dem bleibt ja gar nichts anderes. Wenn es aber ins Konsistorium geht, wo auch die Ritterschaft wieder sitzt und der Präsident des Konsistoriums für Livland ist also der Oberste der Ritterschaft, da geht es natürlich ganz anders zu. Das heißt, dass wir unten on the ground die Adligen und die Geistlichen haben in den Herrenhuter Gemeinden mit den Bauern wirklich solidarisch, das ist ja das eigentlich Entscheidende an dieser Kultur, wirklich solidarisch in der Gemeinde selber oder in der Gemeinde, nicht in der Gemeinde, in der Gemeinde selber, das stimmt natürlich. Sobald es aber um die verfassten institutionellen Formen geht, ist das ein vollkommen anderes Ding, ein vollkommen anderes Spiel. Bis zum Niedermachen der Herrenhuter in den 1840er, 50er, 60er Jahren, das kennen Sie besser als wir. Ja, aber nicht nur. Also wenn Sie Harnack lesen und diese Leute, ja, da hat der, also die Amtskirche, die haben das schon ganz gut gefunden, dass endlich diese Konkurrenz beseitigt wird, dass das endlich aufhört, dass endlich alles wieder sozusagen seinen geregelten Gang geht. Und dann gibt es natürlich wieder andere Stimmen dagegen. Gut, mit Historikern ist es schwierig, ja. Weil sie einfach immer die Sachen wissen. Wir in unseren Modellbildungsversuchen schneiden immer gerne dies und das und jenes weg und sind immer dankbar dafür, dass die Historiker kommen und sagen, ja, aber, und dann müssen wir es wegwerfen und besser bauen, damit wir nicht blind werden. Ich muss leider jetzt die Diskussion unterbrechen. Aber nochmals möchte ich recht herzlich für die bedanken. Und ich hoffe auch, dass diese Diskussion ermöglicht wurde, nicht nur durch den sehr guten Vortrag von Herrn Professor Teterka, aber es wurde ermöglicht durch die ganzen Dialoge und Vorträge, die wir in diesen drei Tagen gehabt haben. Vielen Dank nochmals. Und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde für den letzten Vortrag, auch vielleicht eine kleine Diskussion danach und ich bitte gern Frau Iveta Leitane, Lūdzu Leitanes Kundze, kā mūsu reliģiju un kultūras vēstures zinātāju un pētnieci. Mikrofona lūdzu. Ich freue mich, vor Ihnen auftreten zu dürfen und heute auch alle Sitzungen abschließen. Damit sind natürlich immer Erwartungen verbunden, etwa, dass der letzte Redner eine gewisse kumulative Leistung machen kann. Das kann ich wahrscheinlich nicht, obwohl ich hoffe, dass diejenigen, die aufmerksam alle oder viele Sektionen verfolgt haben, irgendwas dafür ihre eigene kumulative Leistung erbringen können. Ich habe leider auch nicht die Gelegenheit, jetzt in voller Breite meinen Beitrag einzulösen. Mein Versprechen
den ich angekündigt habe. So, wenn wir wenig Zeit haben, ich wurde jetzt von Organisatoren auch gewarnt, etwa ein bisschen früher abzuschließen, dann versuche ich lediglich die wichtigsten Stichpunkte nennen, die für Verständnis, Senders Verständnis von Judentum sehr wichtig sind. Also ich hoffe dann ja, auf längere Zitaten jetzt verzichten zu können und dann noch meine Thesen haltbar zu halten. Ich weiß nicht, ob das mir ganz gelungen wird. Also ich halte Stender für eine Übergangsfigur zwischen dem sogenannten Barock und der Aufklärung. Und der Übergangscharakter dieser Stellung schloss auch bestimmte Unstimmigkeiten ein, die auch rein systematisch vorauszusetzen sind. Man spricht manchmal von einer dritten Position, die zwischen Traditionalismus und Moderne liegt, also weder der einen noch der anderen Position anschließt. Und die, meine ich, ist auch auf Stender anzuwenden. Es fällt vielleicht viel leichter, separat Schemata der einen oder anderen Weltsicht in ihm aufzufinden. Und man kann voraussetzen, dass der neobarokale Denkmuster gegen radikal aufklärerische und sogar moderat aufklärerische eingesetzt hat. Was ich vermeiden will, ist, dass mechanisch oder anachronistisch verschiedene Problemlagen oder Frage-Antwort-Strukturen bezüglich Judentum aufeinander beziehen zu wollen. Es wäre meines Erachtens verkehrt, beim Vergleich mit anderen zeitgenössischen Figuren das Ausbleiben eines bestimmten, aus negativen heutiger Sicht bewerteten Denkensmuster als positive Leistung anzuerkennen oder andersherum, sagen wir, Aufklärung gegen Frühmoderne oder Pietismus auszuspielen. Wichtig ist Folgendes: Die hier angesprochene, ich spreche von Koordinations- oder Harmonisierungsidee, und diese Idee kann sich nur auf einzelne Aspekte beziehen, wo die Harmonie zwischen beiden in Frage kommenden Elementen von Stender aus möglich und noch in dem Verständnis des Christentums verankert gedacht wurde. Das wichtigste Stichwort dafür ist die fromme Wissenschaft. Mit diesem Stichwort will ich dann auch weitergehen. Und dieses Harmonisierungskonzept ist dann in diesem Wissenskonzept enthalten. Drei Phasen in Stenders theologisch-philosophischem Denken sind zu unterscheiden. Und hier spreche ich natürlich auch über die Zeit, die er intensiv für die Verfassung deutschsprachiger Werke mit theologisch-philosophischem Inhalt verwendet hat. Es geht um die erste Phase, umfasst Werke wie Gedanken über die lafaterische Aussichten in die Ewigkeit von 71, das Christigas Mazibesgramate 76 und Svetas Gudriebesgramatinje 74. In der mittleren Phase entstanden dann mosaische Kosmogonie 84 und Wahrheit der Religion wieder den Unglauben der Freigeister und Naturalisten auch von 84. Und in der späten, relativ späten Schaffensperiode verfasste dann Stender philosophische Gedanken über wichtige Gegenstände als Beilagen zu den Gedanken eines Greises über den neuen Zustand jenseits des Grabes von 95, einem Werk, den er bereits 86 vorgelegt hat, nur ergänzt hat. Meine These lautet, dass in jeder von diesen Phasen seine Fragen anders ausfallen und er mit leicht geänderten Problemlagen konfrontiert war. Alle Werke wurden seiner Sunnachste Zeit verfasst. Ich werde aus Zeitgründen dann nur die Werke aus der mittleren Phase hier heranziehen. Ich hoffe, dass mindestens zwei Werke werden zu besprechen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch auf den zweiten aus der mosaischen Kosmogonie kommen werde. Aber wichtig ist noch eine Erwähnung der verschollenen Werke. Ich denke dann von verschollenen Werken, Sie wissen, dass die Bibliothek von Stender verloren gegangen ist, samt den Manuskripten, soweit wir wissen. Und von diesen Werken ist der eine früher anzusetzen über die mosaische Religion und der andere Kern der jüdischen Religionsgeschichte und des Charakters dieser Nation pragmatisch abgefasst für Denker, ist mit 87 datiert und fällt gerade in diese Mittlerperiode ein.
Direkt zum Thema. Mosaische Philosophie, mosaische Physik, auch manchmal christliche Physik genannt, und mosaische Kosmogonie waren drei Termini Techniki für einen besonderen Zweig der Naturphilosophie, sogenannte fromme Naturphilosophie, die bereits in der späteren Renaissance ihren Anfang hatte und die in, und deren Einsatz hier näher aus ihrem Bezug zum Judentum zu erläutern werden. Es gab mehrere alternative Weisen, die Naturphilosophie fromm zu gestalten, und die mosaische Philosophie war eines dieser Versuche. Als unumstrittenes Vorbild des mosaischen Philosophen galt gestern erwähnte Johann Amos Comenius. Er liefert ein hervorragendes Beispiel, wie die natürliche Philosophie auf eine literale Lektüre der Bibel gegründet werden kann. Eine direkte Lesart. Also, das erklärte Ziel war, den philosophischen Naturalismus einerseits und die Philosophiefeindlichkeit der Orthodoxie andererseits abzuwehren. Bekanntlich schloss Comenius an bekannte Muster und hatte bestimmte Vorgänge, die wir hier nicht natürlich heranziehen werden. Allen Versuchen dieser Art war eine universelle christliche Wahrheit das Beweisziel. Gerade die Betonung von Genesis, also Schöpfungsberichts, war der Grund und Anlass, warum die Bezeichnung selbst sakrale oder mosaische Philosophen gefällt wurde. Comenius hat das Gleichgewicht zwischen Rationalismus und Biblizismus aufgefordert, obwohl natürlich an Vernunft darin auf eine sehr komplexe und nicht ganz leicht zu verstehende Weise untergeordnet blieb. Diese Kategorie der mosaischen Philosophie war auch flexibel und konnte auch alchemistische und kabbalistisch geprägte Autoren mit einschließen. Nun ist zu fragen, von welcher Bestimmung konnte Stender selbst ausgegangen haben. Da er bei dem Theologen Johann Georg Walch in Jena studiert hat, ist vorauszusetzen, dass er sein Verständnis übernommen hat. Walch schloss der auf Brucker zurückgehende Interpretation des Begriffes an. Eine besondere Rolle spielte dabei auch Johann Heinrich Alsted, der auch Aslakus zu seinen Vorgängern zählte. Denn mosaische Physik wurde nämlich von Kurt Aslaksson oder Konradus Aslakus an der Universität Kopenhagen entwickelt. Dieser Autor hat ein relevantes Werk in Hanau bereits 1613 veröffentlicht. Am wahrscheinlichsten konnte Stender diese relevanten Bücher, wenn nicht in Halle Jena, dann doch in der Bibliothek Korfs, die immerhin von 35.000 Bänden bestand, lesen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese gerade diese Werke entbehrt hätte. Moses Schöpfungsbericht war keineswegs nur ein bevorzugtes Behandlungsobjekt der zeitgenössischen lutherischen Orthodoxie. Ein alternativer Zweig der frommen Philosophie interpretierte den Schöpfungsbericht allegorisch. Dazu gehörten dann auch Böhme, Paracelsus und Robert Fludd. Es wurde von Paracelsus in seiner ganzen Philosophie und Medizin aufgenommen. Diese Autoren bei manchen zählten nicht als mosaisch, bei anderen in mehr weiteren Fassungen, sie zählten dazu. Und dann ist es zu fragen, welche von diesen Fassungen bei Stender am meisten belegt ist. Also die mosaische Kosmogonie, Werk von Stender, ist mit dem Jahr 84 datiert. Die Untertitel lautet naturgemäße Realübersetzung der mosaischen Schöpfungsgeschichte und ihrer Perioden mit Anmerkungen für denkende Leser. Und hier versucht er einen einleuchtenden, ich zitiere, harmonischen Zusammenhang nach dem sich offenbarenden Plan der göttlichen Weisheit und durch die bewunderungswürdige Übereinstimmung der Schrift mit Natur, Zitatende, zu liefern. Die göttliche Offenbarung und die Naturweisheit der Alten stimmen vollkommen überein. Dabei ist, ist der Aufsatz in 7 Teile aufgegliedert. Diese Zahl ist auch nicht ganz zufällig, deshalb diese Bemerkung. Dem ersten Teil der Realübersetzung der Geschichte der Urschöpfung folgen Realübersetzungen aller 6 Schöpfungsperioden separat behandelt. Alle Realübersetzungen sind eine jede mit extensiven Anmerkungen versehen. Realübersetzungen sollen eine naturgemäße Entschlüsselung des Schöpfungsberichts liefern und gleichzeitig eine Art Metaphysica Realis vorantreiben, wobei beide Stränge als komplementar gesetzt werden. Die Absicht liegt darin, dass dieser Bericht, ich zitiere, der erste Ursprung der physischen Welt angezeigt, weil die ganze Schöpfungsgeschichte laut Physisches enthält und der Ursprung der Geisterwelt für unsere Vernunft zu hoch ist. Zitat Ende. Andererseits, wir bemerken, sind kabbalistische Einschübe und Bekenntnisse an die Grenzen der Vernunft unverkennbar. So spricht Stender, ich zitiere, über den unauflöslichen Knoten für den Vernunft.
oder unentgründlich unbeantwortlich Fragen, die unentgründlich und unbeantwortlich aller Vernunft ist. Die mosaische Schöpfungsgeschichte liefert aber die Antwort, dass ich, Zitat, Gott die unmittelbar wirkende Ursache der Urmaterie aller Dinge ist, welches eigentlich erschaffen heißt. Auf welche Art aber bleibt uns verborgen, Zitat Ende. Stender betont aus der einen Code die Analogie der Natur. Durch diesen Geist oder Wind Gottes zum Beispiel, er kommentiert die Schöpfungsgeschichte, verstanden die alten Weisen den in allen Dingen wirkenden Naturgeist als einen göttlichen Ausfluss, dessen allererstes Geschäft war, das gleichsam starre Chaos durch die Erwärmung zu beseelen und zur inneren oder regalen Wirkung zu bereiten. Zitat Ende. Mit 6 Schöpfungstagen sind keine gemeine natürliche Tage verstanden, sondern göttliche Tage, eigentlich Perioden der Schöpfung. Das erstgeborene Licht sei nicht, ich zitiere, das äußere glänzende Licht, sondern das innere Licht. Das innere Licht ist sowohl ein immanentes Prinzip, das, ich zitiere, innere in allen Dingen wirkende Licht, als auch Ausfluss des alles in allem wirkenden Geistes Gottes. Stendert versichert uns, dass es in der Schöpfungsbericht nicht um den Geist, lediglich um Physisches gehen wird. Man kann nur sagen, dahinter steht, ich zitiere, Gott selbst in unendlichem Vorzug, selbstständig und die ewige Urquelle aller Wirkungen, die da war, die da ist und die da sein wird. Zitat Ende. Es geht also um inneres, unsichtbares, allerhöchst reines Licht, zu welchem aber niemand kommen und es ergründen kann. Die Scheidung, selbst die Scheidung des Lichts und des Finsternis bedeutet hier nicht eine Trennung oder Absonderung, sondern den von Gott gestifteten und vermischten Unterschied zweier Hauptprinzipien. Wichtig ist die, wenn Stender zu dem 6. Schöpfungstag kommt, ist die Schöpfung des Menschen als Gottes Ebenbild im Kleinen. Auch dieser Unterschied mit Betonung dieses Unterschied fügt sich Sender wieder in den Hauptstrang christlicher Kabbalistik ein. Die Ähnlichkeit ist nämlich die eines geistlichen und sittlichen Wesens, dann die der menschlichen Seele mit Gott, sowie die Ähnlichkeit frei denkender und der frei wollenden Kraft. Also wir sehen, dass sowohl Wesen, Seele und Kraft hier angesprochen werden und die können leicht auch als kabbalistisches Sphirot apostrophiert werden. Dieses Werk, hier eine wichtige Bemerkung ist angebracht, dieses Werk von Stender kann auf dem Hintergrund eines anderen viel besser verstanden werden. Und dann verstehen Sie, warum es um mosaische Kosmogonie handelt. Den Anstoß könnte eine bestimmte Publikation sein. 1975 schrieb Johann August Stark, als er noch Professor für Orientalistik in Königsberg war, sein Hephaestion nieder. So können wir vermuten, dass Stender diese Ideen in polemischer Absicht ausformulierte. Der Freimaurer und Theologe Johann August Stark, der gleich nach der Veröffentlichung des Hephaestion im Jahre 1777 nach Mittau kam, wo er die Stelle als Professor der Philosophie an dem Akademischen Gymnasium zu Mittau bekleidete und hier etwa 4 Jahre verbrachte, war nämlich ein radikaler Theologe oder Neologe gewesen. Ein Jahr später nach dieser Veröffentlichung wurden in Mittau auch Starks Predigten herausgegeben. In Mittau schrieb Stark ebenfalls seine Apologie des Ordens der Freimaurer und als Tendenzschrift zugunsten des Freimaurerordens die Geschichte der christlichen Kirche des ersten Jahrhunderts sowie freimütige Betrachtungen über das Christentum. Seine Werke waren auch weit in Russland bekannt, wo er als Lehrer und als Freimaurer wirkte. Also wir können sogar hier von einer bestimmten Konkurrenz innerhalb der Freimaurerkreise sprechen. Und interessanterweise, wir erinnern jetzt, dass Comenius den bekannten Triumphus Biblicus verfasste und damit er den Alstedts Triumphus Bibliorum Sacrorum folgte. Starks verfasste außerdem Triumph der Philosophie im 18. Jahrhundert. Und das kann dann auch als eine weit gefasste aufklärische Polemik mit dem Projekt der mosaischen Philosophie verstanden werden, dem hier dann auch Stender entgegenwirken wollte. Ist Wichtiges zu sagen, in diesem 77 erschienenen Werk Hephaestion, wir haben jetzt keine Gelegenheit, das genauer zu besprechen, aber eine Stelle ist sehr wichtig.
Lautstark ist die mosaische Kosmogonie, der er auch spezielle, einen speziellen Teil seines Werkes widmet. Ich zitiere: nach den eingeschränkten Begriffen eines aus der Kindheit eben herausgehenden Volkes eingerichtet. Zitat Ende. Kein, wie Stender zu sagen pflegte, unendlicher Schatz der Weisheit. Hier liegt auch die Scheidelinie zwischen zwei epochalen Paradigmen. Ich bin jetzt ein bisschen gezwungen, die Sache zu verkürzen, denn für die Erläuterung der ganzen Konzeption Stenders wäre wichtig, die Stellen aus in demselben Jahr erschienenen Werk Wahrheit der Religion heranzuziehen. Das, ich weiß nicht, ob ich noch Zeit dazu habe. So. Dann wichtig, ja, dann ist es doch ein bisschen wichtig, einiges zu erwähnen. Ich versuche dann vielleicht jetzt zu sprechen, nicht zu lesen. Und dadurch vielleicht meine Erfahrung mitteilen im Umgang mit Stenders Text. Also wir können ganz einfach vielleicht die Sache darlegen. Bei Stender in seinem Werk Wahrheit der Religion kann man mehrere Strategien merken. Natürlich, er übernimmt einige wichtige paulinische Sätze, vielleicht nicht alle paulinischen Akzenten sehr wichtig gegenüber, in seiner Stellung gegenüber den Juden, aber einige sind wichtig, die sind übernommen. Die sind auch die wichtigen und gut bekannten lutherischen Stellen, über etwa die Bosheit der Juden, über bei allerdings bei Stender noch nicht ganz aufgegeben Hoffnungen, dass die Juden sich konvertieren lassen. Und wir auch hörten gestern eine Bemerkung, dass es in einem Milieu wirkte, wo es jüdische Konversion im Christentum gab, nämlich in Mittau. Wir lesen bei ihm das, was man auch von einem lutherischen Theologen, lutherischen Pfarrer erwarten könnte. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Also immer als er diese Positionen übernimmt, fügt er etwas noch dazu. Und er macht einen gewissen Überbau über diese lutherische Einstellung. Und zwar, ich lese nur einen sehr wichtigen Zitat vor, der dies auch illustriert. Dann sollte ich eigentlich drei Zitate lesen, die kann ich auch nicht. Also ich jetzt sage, worum es geht. Erstens, einige auch christliche Einwände oder Kritiken an Juden werden sanft abgewehrt. Und zwar ein Vorwurf, dass die Juden sich nicht bekehren lassen, also nicht die Wahrheit, Christus Wahrheit anerkennen, wird Konzeption erwidert, die auch teilweise bekannt war und vertreten wurde, dass die christliches Verhältnis zu Juden der Anlass dafür gegeben hat, dass es ein gewisses Hass auf Seiten der Juden gegenüber dem Christentum bestehen. Also die Verfolgungen gegenüber den Juden könnten Anlass geben, nicht ganz die christliche Wahrheit anzuerkennen. Das heißt, es wird nur gesagt, dass das Zeugnis der Juden über Christus nicht ganz zu erwägen als Wahrheitszeugnis ist, da dieses sozusagen durch ein emotionales Verhältnis betrübt wurde. Andererseits bezweifelt Stender nie, dass Juden ein auserwähltes Volk ist, das Volk, das sich nicht vermischt hat, wie er sagt, nie national wurde. Mit national versteht er in diesem Kontext
die Gesellschaft in die deutsche oder andere Gesellschaften, wo Juden wohnten. Und das bedeutet, dass nie auch seine Rolle verloren haben und seine Rolle noch im gewisser Dunkel blieb, in ein gewisses Geheimnis ward, und das Geheimnis ist nicht die Sache, die durch menschliche Vernunft jetzt eingelöst werden könnte, sondern ist dem Gott vorbehalten. In der Sache Bekehrung nimmt er eine Position ein, die ja auch mehrere Positionen dann weiter implizieren könnte. Aber er ist so unentschieden und vorsichtig in Ausdrücken, dass in vielen Fällen die neben einer deutlicheren Bekehrungswünsche stehen, auch nicht diesen betonen. Eben da das Geheimnis ist, wir können auch nicht sagen, in welcher Weise die Auserwähltheit Israels noch gewisse Formen annehmen wird. Das ist für ihn ganz klar. Und ich habe bereits betont, dass im Unterschied von Stark, der vertritt ja deutlich dann aufgeklärte Position, Stenders Position ist noch mit der Sicht verankert, dass die Heilige Schrift, also die Juden würden sagen, Tora, ein unendlicher Schatz der Weisheit verbirgt, dass die jüdischen Rituale, die eigentlich auch bei ihm hervortretende Charakterisierungen wie abgeschmackten Gebräuche der Juden präsentiert sind. Andererseits, die sind so in Geheimnissen verhüllt und deren Absichten sind uns so geheimnisvoll, dass wir nicht das letzte Wort darüber erfahren können. Also letztendlich sieht man oder fühlt man sich gezwungen, beide Positionen bei ihm aufzufinden, wobei keine von ihnen so direkt aufgegeben wird. Man kann ganz deutlich dafür reden, dass der barocke Verständnis in dem Sinne, wie Hans-Joachim Schops diesen Begriff oder den Philosemitismus anwendet, auch bei Stenders wirksam bleibt. Ich habe natürlich ja jetzt ein bisschen habe mich zu beeilen und kann nicht alles ausführen, aber ich will einige Worte noch sagen zu drei Minuten nicht. Zum Pietismus Bezug, den ich finden konnte, und zur Kabbalah, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Zeit habe. Ein Satz zu jedem. Ja? Zum Pietismus. Ich vertrete die Position des Zinzendorfs Verhältnis zum Judentum und Stenders Verhältnis zum Judentum in einigen Punkten sehr nahe standen. Und in Bezug auf Zinzendorf wird dann von einer möglichst oder maximal freundlichen Position innerhalb des Pietismus zum Judentum gesprochen. Und diese Positionen, ohne vielleicht auch andere, vielleicht andere pietistische Positionen zu übernehmen, das ist, ist es möglich, Stender diese zu attestieren. Zur Kabbalah und Alchemie, ja, das ist wahrscheinlich ein zu breites Feld, das jetzt anzugreifen. Ich hoffe, das können wir vielleicht doch lassen, aber die These lautet, dass die Alchemie wurde im 16. und 18. Jahrhundert sozusagen hebräisiert und einzelne Elemente der diesen hebräisierten Alchemie kabbalistisch angehaucht finden sich in dieser mosaischen Kosmogonie, aber die kann ich jetzt nicht demonstrieren, Sie müssen mir glauben oder wir müssen das woanders besprechen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und ich glaube, es wäre auch fair, wenn wir jetzt eine oder zwei ganz kurze Fragen erlauben.
Gibt es Fragen, die Sie... Vielleicht es ist es ja auch sehr wichtig, das nachzunehmen, dass in Kurland, also die weltlichen Leute, Landtag von Kurland hat auch eine eigene Position gegen die Juden. Haben hier Beziehungen also zwischen den, so kann man sagen, Kurlands als Herzogtumspolitik gegen die Juden und Ständerspolitik gegen die Juden? Ja, es ist wichtig, was Sie mit jetzt mit ja, Herzogtumspolitik gegenüber den Juden meinen. Weil die sind auch nicht ganz, die ist auch besteht von heterogenen. Ja, dann ist die Brücke dann wirklich weit zu schlagen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich dann die einzelnen Glieder dieser Brücke jetzt überschreiten kann. Ich gehe davon aus, dass Kurlands Politik gegenüber Juden ermöglichte, wir haben gestern ja auch die Konversion gehört, ermöglichte ein gemeinsamen Raum zu schaffen für die Begegnung. Diese Begegnungsräume in Europa gab es in einer früheren, vorigen Periode. Kurland hat bestimmte Einstellungen und Dispositionen verehrt. Und die einerseits, ich würde hier von einer Konfrontation Konfrontation zwischen antisozianischen Muster sprechen und einer weitgehend positiv rezipierten Kabbalah im nordeuropäischen Raum. Und es ist sehr bemerkenswert bei Stender, der ja auch antisozinianisch war, und das war auch gut lutherisch-orthodox, das unterscheidet unsere Region, sagen wir, von zentralen Osteuropa. Ich weiß nicht, diese alle geografischen ost-mitteleuropäischen, man sagt, naja. Das können wir jetzt nicht diskutieren, aber etwa Tschechien, der wichtig ist auch für Ständers Projekt. Aber hier liegt auf der anderen Seite des Projekts. Andererseits, wir haben fast nicht erwähnt, aber das ist sehr wichtig, dass über all diese nordeuropäischen Hochschulen, vor allem Schwedens, die Impulse in Kurland einkamen, die noch so wenig in dieser Breite und Wirkungskraft erforscht sind. Und die könnten auch, wie wir sagen würden, viele philosemitische Momente einströmen lassen, auch in einer modifizierten Form. Und deshalb sieht man bei Stender beides vertreten. Baltikum als eine Festung des Antisozialismus, andererseits auch eine positive Aufnahme dieses jüdischen Textes, wie man das nennt, mit gewissen kabbalistischen Anleihen oder vorsichtiger ausgedrückt mit einer gewissen Konformität zur Kabbala. Das klingt natürlich auch jetzt vielleicht nicht sehr begründet an, aber ich hoffe, dass dennoch ein wenig Ihre Frage beantwortet. Ich würde sagen, ja. Beides. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Schluss machen. Ich möchte mich recht herzlich all die Vorträge in dieser Sektion nochmal bedanken, auch für die rege Diskussion. Und jetzt glaube ich, die Busse sollten schon unten auf uns warten, aber das wissen natürlich die Organisatoren am besten. Liels paldies visiem klātesošajiem par uzmanību un izturību. Liels paldies par līdzdalību. Pats galvenais, kas mums noteikti nebūtu jāaizmirst, jo mēs vēl tiksimies sunākstē un klausīsimies koncerti, ir pateicība tulkiem.
So, bitte schön. Ich möchte sagen, dass wir müssen ein großer Dank für die Übersetzer, für die Dolmetscher sagen. Das war ein riesiges Werk, das sie gemacht heute haben. Dankeschön. Thank you very much, the translators of the conference. Thank you. You did a great work today. Thank you very much. Ja. Darf ich was sagen? Ganz kurz und ganz schnell, liebe Mara Grudule, aber ganz, ganz wichtig. Ich bin nur die Überbringerin. Die guten Geister, die gesammelt haben, die besorgt haben, sind andere gewesen. Von uns allen zusammen einen ganz, ganz großen Dank für diese wunderbare Veranstaltung, die uns hier zusammengeführt hat und noch zusammenhält. Wir werden ja noch gemeinsam fahren und jetzt dürfen Sie auch wieder zu den Bussen sprechen. Aber wir haben es so organisiert, dass, bitte halten, für jeden Tag eine Blume. Oh. Danke schön. Danke schön. Bitte alles, alles. Ganz herzlichen Dank. Oh. Ganz toll. Danke schön. Frau Bills, das ist der Scham. Tiešām tik ārkārtīgi negaidīti. Tas ir vienkārši lieliski no jūsu puses un milzīgs paldies visiem. Es vienkārši gribētu, ka interesi par mūsu kultūras vēsturi nezust. Un 17. 18. Gadsimts, jūs redzat, tie ir ārkārtīgi aizraujoši laiki, par kuriem runāt. Un, jā, darīsim to arī turpmāk visi kopā. Kāds varētu šo pārtulkot, es būtu ļoti pateicīga. Also Mara sagt, ich bin so berührt und ich hoffe nur, dass das Interesse für die Kultur des 17., 18. Jahrhunderts hier in der Region, das bestehen bleibt und das uns noch viel mehr zusammenführen wird. Und ja, man liekas, ka mēs varētu tad satikties Lijā pēc kādām 15-20 minūtēm vēlākais un doties tālāk uz Sunāksti. Šķiet, ka pašlaik vietas autobusā ir pietiekami, tā kā arī tie, kas ir vienkārši atnākuši kā klausītāji un gribētu braukt līdz uz koncertu, es domāju, ka varētu arī to darīt, kas nav pat referenti. Jā, liels paldies vēlreiz visiem. Tas bija lieliski, vislielākais prieks ir, ka jums ir prieks. Ja, vielen Dank. Also in 15-20 Minuten wartet der Bus unten auf uns. Nicht nur auf die Teilnehmer, aber Mara meint auch die, die einfach mitgehört haben, die gerne nach Sunnachste fahren möchten, bitte kommen Sie mit auch. Und nochmal herzlichen Dank. Galt stāvēt.